die seltsame Frau im Fenster. »Sie sitzt also einfach nur da?«, fragte ich. »Und du starrst sie an wie irgendein Creep?« »Nein, so ist es nicht. Es ist, als ob sie will, dass man sie ansieht. Verstehst du?«, grinste Reggie. »Sie zeigt ihre Beine, ihr weißes kleines Höschen. Sie schüttelt ihr rotes Haar. Das macht dich aber nicht weniger unheimlich. Sie weiß, dass ich da bin. Letztes Mal hat sie mich sogar angelächelt.« »Sie hat dich angelächelt«, spottete ich. »Eine menschliche Frau hat dich angelächelt. Dich, Reggie. Ich werde viel öfter angelächelt als du«, stichelte er. »Und ich schwöre, sie hat mich angelächelt. Ich sag's dir, ich bin verliebt. Hat Tinder bei dir nicht funktioniert? Bring dich selbst Superlikes nicht weiter? Wenn ich die Wahl hätte zwischen einer heißen Frau, die mich alle 2 Wochen von einem Fenster aus anlächelt, oder einem Match, das kein Bot auf dem Tinder-Fleischmarkt ist, würde ich mich in 10 von 10 Fällen für das Fenstermädchen entscheiden. Darauf trinke ich. Und das taten wir auch. 6 Shots Tequila und eine Partie Billard später verabschiedeten wir uns. Dann verschwand er. Eines Tages war er einfach weg. Keine Nachrichten, keine Logins, keine Verabschiedungen, keine Zeugen, kein Hinweis darauf, dass er irgendwohin abgehauen war. Es gab Gerüchte, dass er angegriffen worden war. Es gab Nachrichten über eine aufstrebende maskierte Bande, die eine Nachbarstadt belästigte, aber nichts davon wurde bestätigt. Die Polizei leistete gute Arbeit, um die üblichen Verdächtigen zu ermitteln, aber es kam nichts dabei heraus. Es gab sogar Suchtrupps, die sich auf dem alten Campingplatz umsahen. Es war die Rede davon, den See von einem Taucher untersuchen zu lassen, aber ich glaube nicht, dass sie das jemals getan haben. Natürlich gingen sie allen Hinweisen nach. Allen Hinweisen, bis auf die eine Sache, von der Reggie in der letzten Nacht, als ich ihn sah, geschwärmt hatte. Das hübsche Mädchen, das ihn von einem Fenster aus angelächelt hatte. Es war schwierig, etwas über sie herauszufinden. Dies ist eine große Stadt und Reggie hatte einen weiten Weg von der Arbeit nach Hause. Ich muss denselben Weg 100 Mal hin und her gefahren sein, um das Fenster zu finden, durch das er sie gesehen haben könnte. Aber er war nicht sehr genau. Es gab Wohnungen, Häuser, Mietwohnungen, Motels, hunderte von Fenstern entlang der ganzen Straße. Woher sollte ich wissen, in welches er geschaut hatte? Ich fing an, jeden Tag von der Arbeit aus Reggies Weg nach Hause zu nehmen, um herauszufinden, ob ich sehen konnte, was er sah. Das war zwar mühsam, aber so konnte ich mir ziemlich gut vorstellen, wo er suchen und was er tun würde. Es war nicht weit weg von meiner normalen Route und ich hatte nicht vor, es für immer zu tun, also sagte ich mir, dass ich es zumindest versuchen musste. 6 Wochen nach seinem Verschwinden war ich bereit aufzugeben. Die Polizei hatte bereits aufgegeben. Der Fall war kalt geworden und es gab keine weiteren Spuren, denen man hätte nachgehen können. Eines Abends, als ich dieselbe verdammte Straße entlang fuhr, hielt ich an einem Laden an der Ecke an, um eine Cola zu kaufen. Als ich mit einer kalten Dose in der Abendbrise stand, kam mir ein Gedanke in den Sinn. Vielleicht war die Frau nicht nur jemand, den er zufällig sah. Vielleicht war es jemand, für den er einen Umweg machte. Jemand, der ein wenig von seinem üblichen Weg abwich. Jemand, den man vielleicht sieht, wenn man sich eine Cola holt. Gegenüber dem Laden an der Ecke, direkt über einem Buchladen, befand sich eine kleine Wohnung. Sie hatte eine breite Fensternische mit Blick auf die Straße. Dort saß jemand am Fenster. Sie war überhaupt nicht so, wie Reggie sie beschrieben hatte. Sie stellte nicht ihre Unterwäsche zur Schau oder fuchtelte mit ihrem Haar herum. Sie war eine junge Frau in den 20ern, die sich in die Nische gekuschelt hatte und las. Sie trug eine große, alberne Brille und hatte langes, braunes Haar. Nicht rot, wie Reggie gesagt hatte. Auffallend grüne Augen, genau wie mein erster Schwarm in der Mittelschule. Trotzdem konnte ich nicht anders, als sie anzustarren. Das musste sie sein. Das war die Frau, von der Reggie gesprochen hatte. Und ich konnte verstehen, warum er sich in sie verliebt hatte. Es war fast unmöglich, es nicht zu tun.
Ich muss fast 5 Minuten lang dort gestanden haben. Ich hatte die Absicht, die Adresse zu überprüfen, zu sehen, wer dort wohnte und alles über sie herauszufinden, was ich konnte. Und doch stand ich nur da und starrte, während sie vorsichtig die Seiten umblätterte. Sobald sich ihr Kopf in meine Richtung bewegte, schaute ich weg und eilte zu meinem Auto zurück. Es war mir peinlich, gelinde gesagt. Ich konnte sie immer noch im Rückspiegel sehen, als ich mich wieder auf die Straße begab. Ich würde am nächsten Tag mit ihr reden. Oder vielleicht am Tag danach. Wann immer ich den Mut aufbringen konnte, wollte ich ein bisschen mehr über sie herausfinden. Ein paar Dinge habe ich schon herausgefunden. Die Eckwohnung war nicht vermietet, sie gehörte also jemandem. Sie war in den letzten etwa 20 Jahren nicht verkauft worden, also wohnte derjenige, dem sie gehörte, schon eine Weile dort. Es war eines der älteren Häuser in der Stadt und es gab Bilder davon aus den 60er Jahren. Sogar die gleichen Ziegelsteine, nur leicht von der Sonne verblasst. Am folgenden Wochenende ging ich tagsüber wieder dorthin. Diesmal war das Fenster leer. Ich nahm mir die Zeit, einfach herumzulaufen und mir den Ort anzuschauen, um zu sehen, ob ich einen Namen herausfinden konnte. Ich nahm mir die Zeit, um den Buchladen unter der Wohnung zu besuchen. Es war ein alter, verstaubter Laden, den ich schon seit Jahren kannte, in dem ich aber noch nie etwas gekauft hatte. Er wurde von 2 älteren Männern geführt, die sich in einem der Hinterzimmer über irgendeinen Unsinn zankten. Als ich eintrat und die Glocke läutete, sah ich ihre beiden Köpfe herausschauen. »Guten Tag«, rief ich aus. Sind Sie die Besitzer dieses Ladens?« Sie sahen sich an, hielten inne und seufzten unisono. Einer von ihnen, derjenige ohne langen Bart, kam auf mich zu. »Suchen Sie etwas Bestimmtes?« fragte er. »Es geht um, die Wohnung über Ihnen. Ich weiß nicht, ob Sie...« Sie rollten beide mit den Augen. Der Mann im Hintergrund schüttelte den Kopf und ging zurück zu seinem Computer. »Es tut mir leid. Da können wir Ihnen nicht helfen«, seufzte der bartlose alte Mann. »Die Dame in dem Apartment, haben Sie schon mal mit ihr gesprochen? Ich wäre Ihnen für alles dankbar, was Sie wissen.« »Ich habe sie nicht einmal gesehen, tut mir leid.« »Mein Partner hat mir erzählt, dass er einmal ihren Bruder gesehen hat.« Aus dem Hinterzimmer hörte ich ein jubelndes »Ganz genau!« Ich hatte das Gefühl, dass sie diese Diskussion schon ein paar Mal geführt hatten. »Es tut mir leid, Sie bleiben unter sich. Wir wollen Sie nicht stören.« »Waren Sie denn noch nie hier unten? Haben Sie nie etwas gekauft? Ich habe Sie lesen sehen.« »Könnte sein«, nickte er. »Aber nicht, dass ich wüsste. Ich frage ja auch nicht jeden Kunden, wo er wohnt. Vielleicht sollten wir damit anfangen.« Er zuckte entschuldigend mit den Schultern und kehrte an den Tresen zurück. Ich bedankte mich, winkte und ging. Ich fragte in der Nachbarschaft herum. Zufällige Leute auf der Straße, Passanten, die sich in der Gegend auszukennen schienen. Einmal rief ich einer halbnackten Frau zu, die in ihrem Garten ein Sonnenbad nahm. Ich sprach mit etwa 1 Dutzend Menschen und niemand konnte etwas eindeutig über die Frau sagen, die über dem Buchladen wohnte. Einige behaupteten, sie lebe allein, andere sagten, sie lebe mit ihrem Bruder zusammen. Einige dachten, es sei ihr Vater oder ihr Ehemann. Aber es war klar, dass sie nicht allein lebte. Ein Mann behauptete, er habe dort oben eine ältere Frau herumlaufen sehen. Also war es vielleicht eine ganze Familie. Andererseits schienen sie kein Auto zu haben und niemand hatte sie weggehen sehen. Ich hatte ein komisches Gefühl bei dem Mädchen, das dort wohnte. Es war keine große Wohnung, also konnte ich mir nicht vorstellen, dass so viele Leute dort lebten. 1 oder 2 sicher, aber 3? 4? Unmöglich. Ich beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich den Mut aufbrachte, aber dann ging ich die Treppe hinauf zur Wohnungstür. Auf der Tür stand nur der Name Moray. Seltsamer Familienname. Ich stand eine ganze Minute lang vor ihrer Tür, bevor ich klopfte. Hätte ich gewusst, dass sie nicht zu Hause war, hätte ich mir nicht die Mühe gemacht.
Ich klopfte noch zwei weitere Male, aber niemand antwortete. Stattdessen stand ich einfach da wie ein Idiot. Wenn ich Papier gehabt hätte, hätte ich einen Zettel hinterlassen. Ich habe mir allerdings gemerkt, dass die beiden anderen Wohnungen im selben Stockwerk leer waren. Seltsam. Ich fing an, regelmäßig in diese Straße zu gehen, einmal am Tag, und wartete darauf, dass sie wieder im Fenster auftauchte. Jeden Tag, manchmal sogar mehr als einmal, ging ich an dieser Straße vorbei. Ich begann mich zu fragen, ob ich das immer noch tat, um herauszufinden, was mit Reggie passiert war, oder ob ich wirklich an der Frau interessiert war, die ich im Fenster gesehen hatte. Vielleicht war es nicht einmal dieselbe Person. Schließlich sah sie überhaupt nicht aus wie die Frau, die Reggie beschrieben hatte. Es dauerte zwei Wochen, in denen ich täglich aufmerksam hinschaute, bis ich sie endlich wieder sah. Aber als ich sie sah, hatte ich fast einen Unfall. Ich trat auf die Bremse und erschreckte den Fahrer hinter mir. Ich parkte vor dem Laden an der Ecke und stand einfach mitten auf der dunklen Straße und starrte sie an. Es war die gleiche Frau. Dasselbe braune Haar. Ein anderes Buch, wie es aussah. Und sie hatte sich in eine Decke eingekuschelt. Neben ihr stand eine Tasse mit etwas Warmem, wodurch die Innenseite des Fensters beschlug. Ich konnte diese smaragdgrünen Augen die ganze Straße entlang sehen. Sie war wunderschön. In einem Moment der Dummheit winkte ich ihr zu. Ich konnte nicht anders. Zu meiner Überraschung drehte sie sich zu mir um. Sie legte ihr Buch weg, legte den Kopf schief und begegnete meinem Blick. Sie sah gelangweilt aus, sogar frustriert. Da stand ich nun, ein random Mann auf der Straße, und winkte einer jungen Frau in der Privatsphäre ihres Hauses zu. Ich war ein Vollidiot. Dann lächelte sie mich an und ich verliebte mich. Dieses warme, echte Gefühl. Sie schien so glücklich, mich zu sehen. Es schien, als könne sie es kaum erwarten, mich kennenzulernen. Das konnte ich sehen. Ich musste zu ihr gehen. Ich rannte über den Parkplatz, überquerte die Straße und ging um die Rückseite des Gebäudes herum. Doch als ich meine Hand auf die Tür des Wohnkomplexes legte, spürte ich einen winzigen Wassertropfen auf meinem Handrücken. Einen Moment lang hielt ich inne. Gerade lang genug, um nachzudenken. Als aus dem einen Tropfen 100 wurden, riss ich mich los. Das war zu seltsam. Ich bin kein schlecht aussehender Mann, aber über die Straße zu rennen, um an die Tür einer Fremden zu klopfen, das bin ich einfach nicht. Ich war nicht ich selbst. Vielleicht war das Gleiche mit Reggie passiert. Ich wischte mir den Regen aus dem Gesicht und ging hinein. Beim letzten Mal hatte ich nicht einmal die seltsamen blauen Netzsäcke für Müll bemerkt, die sich in einer Ecke des Flurs stapelten. Dieses Mal fühlte ich mich etwas aufmerksamer. Aber ich ging immer noch die Treppe hinauf und klopfte immer noch an die Tür. Nicht nur, um ein hübsches Gesicht zu sehen, sondern um Fragen zu stellen. Diesmal war sie zu Hause. Ich klopfte dreimal mit Nachdruck. Komm herein, sagte eine sanfte Stimme. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen, sagte ich. Über einen Freund von mir. Komm herein, wiederholte die Stimme. Ich atmete tief ein und betastete die Türklinke. Sie war offen. Das war nicht richtig. Eine einsame Frau, die einen fremden Mann in ihre Wohnung lässt, und das zu dieser Stunde. Sicher, dies war keine große Stadt, aber das war einfach merkwürdig. Sollte sie mich nicht wenigstens an der Tür abholen? Durch das Guckloch konnte ich einen Schein sehen. Sie war nicht in der Nähe der Tür. Sie hat nicht einmal rausgeschaut. Würden Sie bitte kurz rauskommen? Fragte ich.
Es wird nicht lange dauern. Komm herein. Tut mir leid, dass ich Sie störe, aber es ist nur... Komm herein. Langsam drehte sich mir der Magen um und ein Schauer kroch mir über den Rücken. Ich ließ die Türklinke los und wich zurück. Tut mir leid. Können Sie mich hören? Ich glaube, die Tür... Komm herein. Oh, sie hat mich gehört. Unmöglich, dass sie das nicht getan hat. Hat sie sich über mich lustig gemacht? Ich muss mit Ihnen reden. Ich komme nicht rein. Keine Antwort. Ein Schatten verdeckte plötzlich das Licht des Kucklochs. Jemand starrte mich an, und ich hatte nicht einmal gehört, dass sie sich bewegte. Ich trat einen Schritt zurück und lehnte mich an die Wand gegenüber der Tür. Ich sollte gehen, sagte ich. Ich bin nicht... Komm herein! Diesmal war die Stimme schärfer, eindringlich. Es war keine Einladung mehr. Es war eine Aufforderung. Ich spürte, wie mein Herz einen Schlag aussetzte, und ich wich immer weiter von der Tür zurück. Als ich die Treppe erreichte, hörte ich ein mechanisches Geräusch, ein Klicken, ein Schloss. Ich spähte die Treppe hinunter. Ich konnte jemanden am Ausgang sehen, einen Schatten, der die Tür von außen verriegelte. Reggie? Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken, denn ich hörte ein knarrendes Geräusch. Die Haustür öffnete sich. Sie kam heraus. Und derjenige, der unten gewesen war, verschwand in der Nacht. Komm herein. Diesmal war die Stimme dunkel, sprudelnd, als ob jemand unter Wasser sprechen würde. Ich konnte nur einen kurzen Blick erhaschen. Ihr wunderschönes braunes Haar, das ein seltsames Gesicht verbarg. Schuppige Haut, die ihre Farbe veränderte, je nachdem, wie ich sie betrachtete. Zu viele Augen, einige blau, einige braun, einige auffallend grün. Die Bestandteile der schönen Frau, die ich gesehen hatte, verstreut über etwas Falsches. Ich hätte sie ewig angestarrt, wenn ich nicht instinktiv zurückgewichen wäre. Ich verlor das Gleichgewicht, als ich den Rand der Treppe erreichte, und stürzte rückwärts. Es fühlte sich wie ein Augenblick an, als wäre überhaupt keine Zeit vergangen. Plötzlich befand ich mich im Erdgeschoss und schaute die Treppe hinauf. Ich hatte Prellungen, mein Bein war verdreht. Hinter mir spürte ich die Haustür. Verschlossen. Komm herein, hörte ich vom oberen Ende der Treppe. Komm herein, komm herein, komm herein, komm herein. Ein Gesicht lugte um die Ecke. Es stellte sich neu auf, machte sich hübsch. Es warf alte Zähne ab, um neue nachwachsen zu lassen. Kleine weiße Backenzähne tanzten die Treppe hinunter, nur um zu Staub zu werden. Ihr Haar wurde schwarz und ihre Haut mediterran gebräunt. Sie begann meiner ersten Freundin zu ähneln. Ich schloss die Augen und wandte mich der Haustür zu. Ich hörte, wie ungeschickte Schritte hinter mir langsam die Treppe hinunterkamen, als ich gegen die Tür hämmerte. Ich schrie um Hilfe und zwang mich auf die Beine. Ein weiterer Schritt. Komm herein! Ich schrie weiter um Hilfe. Ich hämmerte gegen das dicke Glas. Komm herein! Plötzlich war da eine Wärme in meiner Nähe. Etwas war warm und einladend. Der Geruch von exotischem Fruchtshampoo. Etwas, das einer Hand ähnelte, griff nach mir. Es strich über meine Jacke. Dann trat jemand heraus,
einer der alten Männer aus dem Buchladen, der Bartlose. Sofort hörte ich die Schritte hinter mir, die eilig die Treppe wieder hinaufging. Der alte Mann schloss die Tür auf, während ich aus dem Komplex krabbelte. Mein verdrehtes Bein konnte mich nicht stützen, also fiel ich flach auf den Bürgersteig und kroch rückwärts. Weg von dem Ding, das ich gesehen und gerochen hatte. Der alte Mann sah verwirrt aus. »Rufen Sie die Polizei!« stammelte ich. »Rufen Sie sie! Rufen Sie die Polizei, verdammt!« Der alte Mann holte sein Telefon hervor und wählte die Notrufnummer. Er kniete sich neben mich und legte seine Hand auf meine Schulter. »Geht es Ihnen gut?« fragte er. »Hat dieser Mann Ihnen etwas angetan?« Was? Der Mann. Dieser junge Mann bei der Treppe. Hat er Ihnen wehgetan? Ich saß einfach auf dem Bürgersteig. Ich habe mich kaum bewegt, bis die Polizei kam. Ich erzählte ihnen, dass ich angegriffen worden war. Ich sagte ihnen, dass mit dem, der in der Murray-Wohnung wohnte, etwas nicht stimmte. Ich erzählte ihnen von Reggie, von dem Mädchen im Schaufenster. Ich muss wohl immer weiter geplappert haben, als sie mich zu ihrem Streifenwagen zurückbrachten. Der Besitzer des Buchladens sah mich nur entschuldigend an, winkte zum Abschied und gab einem der Beamten eine kurze Erklärung ab. Ich glaube nicht, dass wegen demjenigen, der in dieser Wohnung wohnt, irgendetwas getan wurde. Ich glaube, die Polizei hat nichts getan, nichts gefunden und es einfach als meine Hysterie abgetan. Je nachdem, welchen Beamten ich danach frage, erhalte ich unterschiedliche Aussagen. Einer sagt, dass dort niemand wohnt. Ein anderer, dass sie nicht in der Stadt sind. Einer behauptet, es sei eine Art Lagerraum. Keiner kann mir eine klare Antwort geben. Ich glaube, Reggie ist immer noch da draußen. Ich glaube, man hat ihm etwas angetan. Aber ich weiß nicht was. Ich glaube, er hat sich an das verloren, was in dieser Wohnung lebt. Und manchmal, bis zum heutigen Tag, gehe ich an dem Laden an der Ecke vorbei, um zu sehen, ob jemand in dem Fenster steht. Und manchmal ist da jemand. Toby. Die Straße nach Hause schien einfach nicht enden zu wollen. Sie breitete sich weit vor dem Fahrzeug aus. Das Licht, das durch die Äste der hohen grünen Bäume schien, tanzte in zufälligen Mustern über das Fenster, immer wieder, und schien einem unerträglich hell in die Augen. Die Umgebung war voller tiefgrüner Bäume, die einen Wald um die Straße herum bildeten. Das einzige Geräusch war das des Motors, während das Auto den Weg entlang rauschte. Es war friedlich und ließ ein heiteres Gefühl aufkommen. Obwohl die Fahrt nett erschien, fehlte für beide Passagiere jegliche Form der Beschreibung von nett. Die Frau mittleren Alters hinter dem Steuerrad hatte ordentliches, kurzes, braunes Haar, das recht gut zu ihrer Hautfarbe passte. Sie trug ein grünes T-Shirt mit V-Ausschnitt und blaue Jeans. Diamantohrringe zierten ihre beiden Ohren, die teilweise hinter ihrer Frisur zu sehen waren. Sie hatte dunkelgrüne Augen, die durch ihr Shirt betont wurden, und das Licht schien diese auffälliger zu machen. Ihr Aussehen besaß nicht viel Außergewöhnliches. Sie sah einfach aus wie eine durchschnittliche Mutter, die man in einer Fernsehsendung oder dergleichen sehen würde. Aber eine Sache unterschied sie doch sehr von diesen durchschnittlichen Müttern, und das waren die tiefen schwarzen Ringe unter ihren Augen. Ihr Gesichtsausdruck war düster und traurig, obgleich sie wie jemand aussah,
der viel lachte. Sie schniefte ab und zu und blickte gelegentlich kurz in den Rückspiegel, um nach ihrem Sohn auf dem Rücksitz zu sehen, der ein wenig gebückt da saß, seine Arme fest um seine Brust geschlungen und den Kopf gegen das kalte Fenster gedrückt. Dem Jungen fehlte es an jeglichem normalen Aussehen. Jeder konnte locker sehen, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Sein unordentliches braunes Haar stand in alle Richtungen ab und seine bleiche, fast graue Haut wurde durch das grelle Licht hervorgehoben. Seine Augen waren dunkel, anders als die der Mutter. Er trug ein weißes T-Shirt und abgenutzte Hosen, die Kleidung, die man ihm im Krankenhaus gegeben hatte. Die Kleidung, die er zuvor getragen hatte, waren zu zerfetzt und blutbefleckt gewesen, als dass man sie noch hätte tragen können. Die rechte Seite seines Gesichts trug ein paar wenige Schnitte neben seiner gespaltenen Augenbraue. Sein rechter Arm war einbandagiert bis zur Schulter. Er war zerrissen worden, als seine rechte Körperseite auf das zerbrochene Glas gestoßen war. Seine Verletzungen schienen schmerzhaft zu sein, obwohl er selbst gar nichts fühlen konnte. Er konnte nie etwas fühlen. Das war ein Vorzug, den man hatte, wenn man er war. Eine der vielen Herausforderungen, die er beim Aufwachsen hatte, war, dass er mit einer seltenen Krankheit aufwuchs, die ihn komplett taub wie jegliche Schmerzen machte. Er hatte nie zuvor gespürt, wenn er verletzt wurde. Er hätte einen Arm verlieren können und nichts gefühlt. Und dann war da noch eine weitere Störung, wegen der man ihm viele böse Spitznamen in seiner kurzen Grundschulzeit zurief, bevor er zu Hause unterrichtet wurde. Und das war sein Tourette-Syndrom, durch welches er tickte und zuckte, ohne es kontrollieren zu können. Er knackte unkontrolliert mit dem Hals und zuckte immer wieder und wieder. Die Kinder zogen ihn deswegen auf, nannten ihn Ticky Toby und verspotteten ihn, indem sie ihn schüttelten und auslachten. Es wurde so schlimm, dass er zum Hausunterricht wechselte. Es war zu schwer für ihn, in einer gewöhnlichen Lernumgebung zu sein, wenn jedes Kind sich über ihn lustig zu machen schien. Er starrte aus dem Fenster. Sein Gesicht war ohne jegliche deutbare Emotionen und alle paar Minuten durchfuhr ein Zucken seine Schulter, seinen Arm oder seinen Fuß. Bei jeder Unebenheit, über die das Auto fuhr, drehte sich sein Magen um. Toby Rogers war der Name des Jungen und das letzte Mal, als Toby in einem Auto gefahren war, war jenes verunglückt. Das war alles, an das er dachte. Unbewusst spielte sich alles nochmal vor seinem geistigen Auge ab, an das er sich erinnern konnte, bevor er ohnmächtig geworden war. Wieder und wieder. Toby hatte Glück gehabt, seine Schwester hingegen nicht. Als der Gedanke an seine ältere Schwester kam, konnte er nicht verhindern, dass seine Augen feucht wurden. Die furchtbaren Erinnerungen spielten sich nochmals in seinem Kopf ab. Ihr Schrei, der abrupt unterbrochen wurde, als die Vorderseite des Autos eingeschlagen wurde. Alles wurde schwarz für einen Moment, bevor Toby seine Augen öffnete und den Körper seiner Schwester sah. Ihre Stirn mit Glasscherben durchbohrt, ihre Hüfte und Beine unter dem Druck des Steuerrads zerdrückt, ihr Torso vom zu spät aufgeblasenen Airbag eingedrückt. Das war das Letzte, das er von seiner geliebten großen Schwester gesehen hatte. Der Heimweg setzte sich für eine gefühlte Ewigkeit fort. Es dauerte so lange, weil seine Mutter die Unfallstelle vermeiden wollte. Als die Umgebung zur bekannten Nachbarschaft wurde, waren beide mehr als bereit, aus dem Auto zu steigen und in ihr Haus zu treten. Es war eine alte Nachbarschaft,
mit idyllischen kleinen Häusern, die alle nebeneinander standen. Das Auto fuhr vor ein kleines blaues Haus mit weißen Fensterscheiben. Beiden fiel schnell das alte Fahrzeug auf, das vor dem Haus geparkt war, und die bekannte Gestalt, die bei der Einfahrt stand. Toby fühlte automatisch, wie Wut und Frustration beim Anblick seines Vaters über ihn hereinbrachen. Sein Vater, der nicht da gewesen war. Seine Mutter stellte das Auto in die Einfahrt neben ihn, bevor sie den Motor abschaltete und sich bereit machte, auszusteigen und sich ihrem Mann zu stellen. »Warum ist er hier?«, fragte Toby leise, während er zu seiner Mutter sah, die gerade die Hand ausfuhr, um die Autotür aufzumachen. »Er ist dein Vater, Toby. Er ist dein Vater, Toby. Er ist hier, weil er dich sehen will«, antwortete seine Mutter mit einer monotonen Stimme, weil sie nicht so zittrig klingen wollte. »Aber er konnte nicht zum Krankenhaus fahren, um Lyra zu sehen, bevor sie starb.« Toby verengte die Augen und sah aus dem Fenster. »Er war in der Nacht betrunken, Schatz. Er konnte nicht fahren.« »Ja, wann ist er das nicht?« Toby schob die Tür vor seiner Mutter auf und torkelte hinaus auf die Einfahrt, wo er auf den Blick seines Vaters stieß, bevor er mit einem ernsten Gesichtsausdruck runter auf seine Füße sah. Seine Mutter trat hinter ihm aus dem Auto und traf den Blick ihres Mannes, bevor sie um das Auto herumging. Sein Vater öffnete die Arme und erwartete eine Umarmung seiner Frau. Doch sie ging neben ihm vorbei und legte ihren Arm um Tobys Schulter. »Conny«, begann ihr Mann mit einer kratzigen Stimme, »was denn? Keine Willkommensumarmung, hä?« Sie ignorierte die widerlichen Worte ihres Mannes und ging an ihm vorbei mit ihrem Sohn unter ihrem Arm. »Hey, er ist 16. Er kann selbst gehen.« Sein Vater begann ihnen zu folgen. »Er ist 17. Conny blinzelte ihn an, bevor sie die Haustür öffnete und hineintrat. »Toby, warum bringen wir dich nicht auf dein Zimmer, damit du dich erholen kannst, okay? Ich hole dich, wenn das Abendessen fertig ist.« »Nein, ich bin 16. Ich kann selber gehen«, sagte Toby sarkastisch und warf nochmals einen verächtlichen Blick zurück zu seinem Vater. Bevor er die schmale Treppe hochstolperte und in sein Zimmer trat, wo er die Tür heftig zuschlug. In seinem kleinen Zimmer war nicht viel drin, nur ein kleines Bett, eine Kommode, ein Fenster und an seiner Wand hingen ein paar eingerahmte Bilder seiner Familie, von damals, als sie noch eine Familie gewesen waren, bevor sein Vater ein Alkoholiker geworden war und sich gewalttätig gegenüber seiner Familie benommen hatte. Toby erinnerte sich daran, als sein Vater mit seiner Mutter gestritten hatte, sie an den Haaren gepackt und auf den Boden gedrückt hatte, und als Lyra versuchte, die beiden auseinanderzubringen, hatte er sie gestoßen und sie sich daraufhin den Rücken an der Ecke der Küchentheke angeschlagen. Toby hatte ihm das nie vergeben können, was er seiner Mutter und Schwester angetan hatte. Niemals. Ihm war es gleich, wie oft sein Vater ihn niederschlug. Er konnte es sowieso nicht spüren. Was ihm nicht gleich war, war, wie er absichtlich die beiden Menschen verletzte, die ihm etwas bedeuteten. Und als er im Krankenhaus gewartet hatte, wo seine Schwester ihre letzten Atemzüge getan hatte, war die einzige Person, die nicht angestürmt kam, sein Vater gewesen. Toby stand beim Fenster und sah hinaus auf die Straße. Er hätte schwören können, er hätte etwas im Augenwinkel gesehen. Aber er gab schnell den Medikamenten, die man ihm verabreicht hatte, die Schuld. Als es Zeit zum Abendessen war und seine Mutter nach ihm rief, kam Toby die Treppe hinunter und setzte sich zögerlich seinem Vater gegenüber an den Tisch, zwischen seiner Mutter und einem leeren Stuhl. Es war ruhig, während Conny in ihrem Essen herumstocherte. Toby wollte nicht essen. Stattdessen beobachtete er seinen Vater mit einem leeren Blick. Seiner Mutter fiel sein Starren auf, und sie stieß ihn leicht mit dem Ellenbogen an.
Toby sah ein wenig zu ihr rüber und dann hinunter auf sein Mahl, das er nicht anrührte. Toby lag im Bett, zog die Decke über den Kopf und starrte zum Fenster. Er war müde, aber er schlief nicht ein. Er konnte nicht. Es gab zu viel zum Nachdenken. Er debattierte mit sich selbst, ob er den Anweisungen seiner Mutter folgen und seinem Vater vergeben oder ob er weiterhin einen Groll und kochenden Hass hegen sollte. Er hörte seine Tür knarrend aufschwingen und seine Mutter trat leise in sein Zimmer. Sie setzte sich neben ihn auf das Bett. Sie rieb ihm den Rücken, den er ihr zuwandte. »Ich weiß, dass es schwer ist, Toby. Glaube mir, ich verstehe es, aber ich verspreche dir, dass es besser werden wird«, sagte sie sanft. »Wann wird er gehen?«, fragte Toby mit einem unschuldigen Ton in seiner zittrigen Stimme. Conny ließ ihren Blick zu ihren Füßen wandern. »Ich weiß es nicht, Schatz. Er bleibt, soweit ich weiß«, antwortete sie. Toby erwiderte nichts. Er sah einfach weiterhin zum Fenster und hielt seinen beschädigten Arm nahe bei seiner Brust. Nach ein paar Minuten Schweigen seufzte seine Mutter schwer, bevor sie sich herunterlehnte, um ihn auf die Wange zu küssen und aufzustehen. »Gute Nacht«, sagte sie, als sie das Zimmer verließ und die Tür zumachte. Die Stunden vergingen langsam und Toby konnte nicht aufhören, sich hin und her zu drehen. Immer wenn er seine Gedanken spielen ließ, hörte er das Quietschen der Reifen, das Schreien seiner Schwester und er zuckte unkontrolliert im Bett zusammen. Er warf die Decke fort, lag auf dem Rücken, zog das Kissen über sein Gesicht und weinte hinein. Er fühlte, wie seine Brust sich hob und wieder senkte, bei jedem zittrigen Atemstoß, während er weinte. Er hörte sein eigenes klägliches Jammern. Er hätte geschrien und geheult, wenn er sich das Kissen nicht über das Gesicht gedrückt hätte. Nach ein paar Sekunden nahm er das Kissen vom Gesicht und setzte sich auf. Gebückt hielt sich den Kopf und atmete schwer. Tränen liefen aus seinen Augen. Er konnte nicht anders als zu weinen. Er versuchte, es aufzuhalten, aber es ging nicht. Und er winselte und wimmerte, während er zitternd dasaß. Er atmete tief ein, bevor er aufstand und um sein Bett herum zum Fenster ging und hinaussah, stets tief ein- und ausatmend, um sich zu beruhigen. Er rieb sich die Augen und sah hinaus zu den großen Kieferbäumen gegenüber der Straße. Er hielt plötzlich inne, als sein Blick an etwas hängen blieb, das unter der Straßenlampe stand. Er hörte ein Läuten in seinen Ohren und er konnte nicht wegsehen. Die Gestalt stand neben der Straßenlampe, war etwa 2 Fuß kürzer als sie. Lange Arme hingen an ihr herunter, während sie ihn mit ihren nicht vorhandenen Augen anstarrte. Die Gestalt hatte kein Gesicht, keine Augen, keinen Mund, keine Nase. Und doch hielt es Tobys hypnotisiertem Starren stand, als würde es in ihn hineinsehen. Das Pfeifen in seinen Ohren wurde lauter und lauter mit jeder Sekunde, in der er starrte, und dann wurde auf einmal alles schwarz. Am nächsten Morgen erwachte Toby in seinem Bett. Er fühlte sich anders. Er war überhaupt nicht müde. Und als er zu vollem Bewusstsein erwachte, fühlte es sich an, als hätte er seit Stunden wach gelegen. Er hatte keine Gedanken. Er setzte sich langsam auf. Doch als er aufstand, wurde ihm mit einem Mal schwindelig. Er stolperte zum Gang und ging die Treppe hinunter. Seine Eltern saßen am Tisch. Sein Vater schaute in den kleinen Fernseher, der auf der Theke stand, und seine Mutter las die Zeitung. Sie sah schnell hinüber, als sie Tobys Präsenz hinter sich spüren konnte.
Na, guten Morgen, Schlafmütze. Du hast ja ewig geschlafen, begrüßte sie ihn mit einem zögerlichen Lächeln. Toby sah langsam zur Uhr und sah, dass es 12:30 mittags war. Ich hab dir Frühstück gemacht, aber es ist kalt geworden. Ich wollte dich aufwecken, doch ich dachte, du brauchst den Schlaf. Ihr Gesichtsausdruck wechselte von glücklich zu besorgt, als ihr Sohn ihr noch immer nicht antwortete. Alles in Ordnung? Toby stolperte hinüber und setzte sich neben seinen Vater. Er fühlte sich neblig und als hätte er keine Kontrolle über seine Handlungen. Er sah alles, was er tat, aber sein Gehirn schien es nicht richtig zu registrieren. Er streckte die Hand nach dem Arm seines Vaters aus, doch seine Hand wurde dabei weggeschlagen. Sein Vater drehte sich abrupt zu ihm und stieß seinen Stuhl mit seinem Fuß um. »Fass mich nicht an, Junge!« rief er. Seine Mutter stand auf. »So, Schluss jetzt. Das ist das Letzte, was wir brauchen.« Der Tag ging vorüber und alles ging so weiter, wie es war. Conny nutzte ihre Zeit vor allem zum Putzen des Hauses und ihr ungehobelter Mann nutzte seine, indem er sie herumkommandierte. Es war genauso wie vor dem Unfall. Toby ging nie wirklich aus dem Zimmer. Er saß in seinem Bett und zitterte. Seine Gedanken wanderten herum, aber änderten sich zu schnell, um sich daran zu erinnern. Er ging in seinem Zimmer auf und ab wie ein eingesperrtes Tier, oder er starrte aus dem Fenster. Der ungesunde Zyklus setzte sich fort. Conny wurde weiterhin von ihrem Vater herumgeschubst und war viel zu gehorsam, und Toby blieb in seinem Zimmer. Bevor er darüber nachdenken konnte, begann er, an seinen Händen herumzukauen, sich das Fleisch von den Fingern zu ziehen. Er knabberte auf seinen Händen herum, bis sie bluteten. Als seine Mutter ihn dabei erwischte, war sie schockiert. Sie lief nach unten und holte den Verbandskasten, wickelte seine Hände ein. Sie ordnete an, dass er von jetzt an niemals von ihrer Seite weichen sollte. Er isolierte sich selbst so sehr, dass er es bald hasste, unter anderen Menschen zu sein. Seine Erinnerungen wurden ebenfalls fehlerhaft. Er begann, Erinnerungen von Minuten, Stunden, Tagen und so weiter zu verlieren. Er begann, Unsinn zu reden über Dinge, die mit den aktuellen Konversationen überhaupt nichts zu tun hatten. Er sah Dinge, Haifische im Spülbecken, wenn er das Geschirr wusch, hörte Grillen im Kissen und sah Geister vor seinem Schlafzimmerfenster. Der ganze Unsinn brachte ihn zu einem Therapeuten. Seine Mutter wurde zu ängstlich hinsichtlich seiner psychischen Gesundheit und hatte beschlossen, dass es ihm gut tun würde, wenn er mit einem Experten darüber sprechen würde. Conny brachte Toby in das Gebäude, hielt ihm die Hand und führte ihn hinein. Sie brachte ihn zur Rezeption und begann, mit der Frau dahinter zu reden. »Mrs. Rogers?« fragte die Frau. »Ja, das bin ich«, nickte Conny. »Wir sind hier wegen Dr. Oliver. Ich bin hier mit Toby Rogers. Alles klar, hier entlang.« Die Frau stand auf und führte sie durch einen langen Gang. Toby betrachtete die eingerahmten Kunstbilder im Gang und vernahm das Klackern der Absatzschuhe der Frau auf dem harten Holzboden. Sie öffnete die Tür zu einem Zimmer mit einem Tisch und zwei Stühlen. »Bitte mal für 5 Minuten Platz nehmen. Ich hole die Frau Doktor.« Sie lächelte und hielt die Tür auf. Toby stolperte in den Raum und setzte sich an den Tisch. Er sah zu seiner Mutter hinüber und zur Frau, bevor sie die Tür langsam hinter ihnen schloss. Er sah sich im Zimmer um, bevor er seine fest eingebundenen Hände hochhielt und anfing, an den Bandagen herumzubeißen, um seine Hände frei zu bekommen. Doch er wurde unterbrochen, als die Tür aufschwang und eine junge Frau in einem weiß-schwarz gepunkteten Kleid und hellblondem Haar eintrat, mit einem Klemmbrett und einem Stift. »Toby?« fragte sie mit einem Lächeln.
Toby sah zu ihr hoch und nickte. »Schön, dich kennenzulernen, Toby. Mein Name ist Dr. Oliver.« Sie hielt ihm die Hand hin, um sie ihm zu schütteln, doch zog sie zögerlich zurück, als sie die einbandagierten Hände sah. »Oh!« Sie lächelte nervös, bevor sie sich räusperte und sich auf den Stuhl gegenüber setzte. »Also, ich werde dir ein paar Fragen stellen. Versuch so ehrlich wie möglich zu antworten, okay?« Sie platzierte ihr Klemmbrett auf dem Tisch. Toby nickte langsam und hielt seine gebundenen Hände in seinem Schoß. »Wie alt bist du, Toby?« 17, entgegnete er leise. Sie vermerkte es auf dem Klemmbrett. »Wie lautet dein voller Name?« »Tobias Aaron Rogers.« »Wann hast du Geburtstag?« »Am 28. April.« »Wer ist in deiner nahen Familie?« Toby pausierte für eine Minute, bevor er die Frage beantwortete. »Meine Mom, mein Dad und...« Er hielt inne. »Meine Schwester.« »Ich habe gehört, was mit deiner Schwester passiert ist. Es tut mir sehr leid.« Ihr Blick wurde zu einem traurigen, bemitleidenden Ausdruck. Toby nickte. »Erinnerst du dich an irgendetwas vom Unfall, Toby?« Toby sah von ihr weg. Seine Gedanken wurden für einen Moment leer. Er sah auf seinen Schoß und hörte in der Umgebung ein entferntes Läuten. Er riss die Augen auf und erstarrte. »Toby?« fragte die Therapeutin. »Toby? Hörst du mir zu? Hörst du zu?« Toby fühlte einen kalten Schauer über seinen Rücken laufen, bevor er nochmals erstarrte und langsam aus dem kleinen Fenster durch die Tür blickte, wo er es sah. Eine dunkle, gesichtslose Gestalt, die ihn ansah. Er starrte mit aufgerissenen Augen. Das Läuten wurde lauter und lauter, bis auf einmal die laute Stimme der Therapeutin die Trance unterbrach. »Toby?« rief sie. Toby sprang auf, fiel seitlich aus dem Stuhl und verzog sich in eine Ecke. Dr. Oliver stand auf und hielt sich das Klemmbrett an die Brust, ein überraschter Ausdruck in ihren Augen. Toby sah ihr wieder in die Augen. Sein Atem stockte, als er zuckte. In dieser Nacht lag Toby in seinem Bett. Seine Augen waren benebelt, während er direkt geradeaus an die Decke starrte. Er fühlte, wie er langsam abdriftete, als er das Klopfen von Fußtritten in seinem Gang hörte. Er setzte sich auf und sah zum Gang. Seine Tür stand weit offen. Es gab kein Licht. Alles wurde durch das blaue Leuchten des Mondes durch sein Fenster erhellt und in ein mattes, kaltes Licht getaucht. Er stand auf und ging langsam zum Gang, als auf einmal die Tür, die zuvor weit aufgestanden hatte, vor seinem Gesicht zuschlug. Er schnappte nach Luft und fiel zurück. Er war außer Atem, als er auf dem Boden aufprallte, und er begann, schwer zu atmen, seine Augen weit geöffnet. Er wartete ein paar Sekunden, bevor er auf die Füße kam. Er streckte die bandagierte Hand aus, griff nach dem kalten Türknauf und drückte sie auf. Er sah hinaus in den dunklen Gang und ging auf Zehenspitzen aus seinem Zimmer. Das Fenster am Ende des Ganges erhellte die Dunkelheit mit blauem Mondlicht, während er entlang schlich. Er hörte Fußstapfen, die um ihn herum tasteten, und ein entferntes Kichern unter dem Tapsen von kleinen Füßen, als würde ein Kind vor ihm umherrennen. Der Gang war sehr viel länger, als er ihn in Erinnerung hatte. Er schien endlos, wie die Heimfahrt vom Krankenhaus. Er hörte eine Tür vor ihm knarren.
Mom? Rief er mit zittriger Stimme. Plötzlich fiel die Tür hinter ihm zu und er zuckte zusammen und drehte sich um. Hinter ihm hörte er ein langes, unheimliches Ächzen, das genau bei seinem Ohr abzusterben schien. Er drehte sich so schnell er konnte um und stand auf einmal Angesicht zu Angesicht mit niemand anderem als seiner toten Schwester. Ihre Augen waren weiß eingehüllt, ihre Haut bleich und die rechte Seite ihres Kiefers hing nur an Fasern und Muskeln. Glas ragte aus ihrer Stirn hervor und schwarzes Blut rann aus ihrem Gesicht. Ihr blondes Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden, wie immer, und sie trug ihr graues T-Shirt mit den Athletenshorts, die dreckig und blutbesprenkelt waren. Ihre Beine waren in unmöglichen Winkeln verbogen. Sie stand da, stieß ein langes, krächzendes Geräusch aus, nur einen Finger weit entfernt von Tobys Gesicht. Toby schrie auf und fiel zurück. Ah! Er begann rückwärts von ihr wegzukriechen, ohne den Blickkontakt zu ihren leeren, toten Augen zu brechen. Er zog sich nach hinten, bis er gegen etwas stieß. Er hielt für eine Sekunde inne. Alles war totenstill, bis auf sein schweres Atmen und Weinen. Er sah langsam hoch, wo er das leere Gesicht einer großen, dunklen Gestalt traf, die über ihm stand. Hinter der großen, dunklen Masse waren reihenweise Kinder zwischen 3 und 10 Jahren, ihre Augen komplett schwarz und dunkles, schwarzes Blut sickerte aus ihren Augenhöhlen. Er schrie und stand so schnell er konnte auf, nur um von dunklen, schwarzen Ranken am Fußgelenk gepackt und umgeworfen zu werden. Er fiel genau auf den Magen und ihm wurde die Luft aus der Lunge gedrückt. Er versuchte zu schreien, doch konnte keinen Laut erzeugen. Er röchelte, bevor alles schwarz wurde. Toby wachte erschrocken auf. Er schrie und setzte sich so schnell er konnte auf. Sein Atem ging in kurzen Stößen. Er röchelte und hielt sich die Brust mit den bandagierten Händen. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Er legte sich zurück auf sein Bett und drehte sich zur Seite. Es fühlte sich an, als sei ihm ein schweres Gewicht von der Brust genommen worden, als er tiefe Atemzüge tat. Er stand auf und trottete zu seinem Fenster. Er sah niemanden. Niemand war da draußen. Keine Gesichter, keine Gestalten, nichts. Er hörte das Rascheln und das Husten seines Vaters draußen im Gang. Seine Tür war zu. Er ging hinüber und öffnete sie, sah noch einmal prüfend hinaus. Er trottete durch den Gang und ging ins Wohnzimmer, wo er seinen Vater vorfand, der eine Zigarette rauchte. Toby wartete für eine Sekunde und beobachtete ihn von der Ecke aus, bevor sich ein brennendes Gefühl tief in seiner Brust ausbreitete. Tiefe, kochende Wut überkam ihn. Er hörte die kleinen imaginären Stimmen in seinem Kopf. »Tu es! Tu es! Tu es!« sangen sie. Er drehte sich weg und hielt seine Arme. Er fühlte sich, als hätte er tatsächlich Kontrolle über sich. Anders als die letzten paar Wochen, seit er aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Er hatte wirklich vollständige Gedanken für kurze Momente, bevor sie wieder vom Gesang der kleinen Stimmen in seinem Kopf vernebelt wurden. Töte ihn! Er war nicht da! Er war nicht da! Töte ihn! Töte ihn! Machten sie weiter. Toby zitterte. Nein, er würde es nicht tun. Was war er am Durchdrehen? Nein! Er würde niemanden töten. Er konnte nicht.
Er hasste seinen Vater, aber er würde ihn niemals umbringen. Das war der letzte Gedanke, den er hatte, bevor er wieder in den untätigen Status verfiel. Der Einfluss der Stimmen in seinem Kopf war zu groß. Er begann langsam hinter seinen Vater zu treten. Er langte über die Theke nach dem Messerhalter in der Küche und zog das größte Messer heraus, das darin steckte. Er hielt es fest in der Hand. Ein Gefühl übernahm seine Brust. Er gab ein Kichern von sich. Er lachte so sehr, dass er nach Luft ringen musste. Sein Vater drehte sich abrupt um, bevor ihn eine brachiale Kraft zu Boden stieß. Er ächzte, als die Luft aus ihm herausgedrückt wurde. Was? Er sah hoch zu dem Jungen, der über ihm stand, mit einem Küchenmesser in der Hand. Toby, was tust du da? Er setzte sich auf und hielt die Arme zur Selbstverteidigung vor sich. Doch bevor er sich besinnen konnte, war Toby über ihm. Er wollte ihn am Hals packen, doch sein Vater streckte die Hand aus und packte die seine am Handgelenk. Stopp! Runter von mir, du kleines Arschloch! Rief er und schlug Tobys Schulter mit der anderen Hand. Doch dieser hörte nicht auf. Der Blick in Tobys Augen war nicht gesund. Er sah aus, als hätte ein Dämon Besitz von ihm ergriffen. Er schrie zurück und wollte das Messer in die Brust seines Vaters stechen. Doch der blockte ihn ab und packte ihn wieder beim Handgelenk. Er wollte ihn zurückstoßen, aber Toby trat vor ihm mit den Füßen aus und traf ihn hart im Gesicht. Sein Vater schreckte zurück und nahm die Arme zurück, um sein Gesicht zu schützen. Aber Toby stand wieder auf und rammte das Messer genau in seine Schulter. Sein Vater stieß einen lauten Schrei aus und wollte das Messer herausziehen. Doch bevor er das tun konnte, schlug ihm Toby die Faust genau ins Gesicht. Er begann mit seinen Fäusten auf sein Gesicht einzuhämmern und lachte und keuchte. Er knackte mit seinem Hals, packte das Messer und zog es aus der Schulter. Er stach es tief in die Brust seines Vaters und rammte es immer und immer wieder in seinen Torso. Blut spritzte heraus und befleckte alles. Er hörte nicht auf, bis er fühlte, wie der Körper seines Vaters still wurde. Er warf das Messer zur Seite und beugte sich über die Leiche, hustend und keuchend. Er starrte in das eingeschlagene Gesicht und saß zuckend da, bis ein lauter Schrei die Stille zerriss. Er sah hinüber zu seiner Mutter, der ein paar Meter daneben stand und sich den Mund zuhielt. Tränen rannen aus ihren Augen. Toby, schrie sie, warum hast du das getan? Sie weinte. Warum? Schrie sie. Toby stand auf und begann, von der blutigen Leiche seines Vaters zurückzuweichen. Er sah hinunter auf seine blutgetränkten Bandagen an den Händen und blickte ein letztes Mal hinauf zu seiner Mutter, bevor er sich umdrehte und aus dem Haus lief. Er lief zur Garage und schlug seine Hand gegen das Bedienfeld an der Wand, drückte den Knopf, um das Garagentor zu öffnen. Bevor er ging, sah er auf die beiden Handbeile seines Vaters, die an der Gerätewand über einem Tisch voller mit rostigen Nägeln und Schrauben gefüllter Gläser hingen. Ein Beil war neu, hatte einen leuchtend orangenen Griff und eine glänzende Klinge. Das andere war alt, mit einem hölzernen Griff und einer alten matten Klinge. Er nahm sie beide, sah hinunter zum Tisch und seine Augen trafen auf eine Schachtel Streichhölzer. Unter dem Tisch lag ein roter Benzinkanister. Er hielt beide Beile in einer Hand und nahm die Streichhölzer und den Benzinkanister mit, bevor er aus der Garage lief, über die Einfahrt und hinaus auf die Straße.
während er sich der Straßenlampe näherte, die er von seinem Schlafzimmerfenster aus gesehen hatte, hörte er Polizeisirenen in der Ferne. Er drehte sich um und sah rot und blau leuchtende Lichter die Straße hinunterrasen. Toby stand für eine Sekunde da, bevor er den Deckel vom Kanister aufdrehte, die Straße hinunterlief und dabei Benzin hinter sich vergoss. Er drehte sich um zu den Bäumen zu laufen. Er schüttete das letzte bisschen Benzin aus, bevor er in seine Tasche griff und ein Streichholz hervorzog. Er rieb es gegen die Schachtel und ließ es sofort fallen. In einem einzigen Augenblick brachen Flammen um ihn herum aus. Das Feuer befiel die Bäume und Büsche um ihn herum, und bevor er sich versah, war er von Feuer umgeben. Die Silhouetten der Polizeiautos waren durch die Flammen hindurch sichtbar, während er rückwärts in den Wald um sich herum ging. Er sah sich um, aber seine Sicht war verschwommen, sein Herz pochte, und er schloss die Augen für einen Moment. Das war's. Das war das Ende. Toby spürte eine Hand auf seiner Schulter. Er öffnete seine Augen und sah hinüber, wo er eine große, weiße Hand mit langen, knochigen Fingern sah, die auf seiner Schulter lag. Er folgte dem Arm, der an der Hand hing, hinauf zu einer gewaltigen, dunklen Gestalt. Sie schien einen schwarzen Anzug zu tragen, und ihr Gesicht war komplett leer. Sie ragte über Tobys kleinem Kopf empor und sah zu ihm hinunter. Ranken ragten aus ihrem Rücken. Bevor Toby wusste, wie ihm geschah, verschwamm seine Sicht, und er war von dem Geräusch von Leuten in seinen Ohren umgeben. Alles wurde weiß. Das war's. Das war das Ende. So starb Toby Rogers. Einige Wochen später saß Conny in der Küche ihrer Schwester Lori. Sie saß neben ihr und trank eine Tasse Kaffee. Vor etwa 3 Wochen verlor Conny ihren Ehemann und ihren Sohn. Und wenige Wochen zuvor hatte sie ihre Tochter bei einem Autounfall verloren. Inzwischen war sie bei ihrer Schwester eingezogen. Die Polizisten hielten sie auf Trab. Sie waren gerade erst mit dem Aufräumen des Falles fertig geworden. Und die Geschichte war vor 2 Wochen veröffentlicht worden. Der Fokus der Welt schien inzwischen auf komplett neue Geschichten gerichtet zu sein. Lori schaltete den Fernseher an, wo ein Nachrichtenmagazin lief. Im TV stellte der Moderator eine neue Schlagzeile vor. Meine Damen und Herren, wir haben eine Eilmeldung. Letzte Nacht wurde der Mord an 4 Personen gemeldet. Es gibt noch keine klaren Verdächtigen, nur Vermutungen. Doch die Opfer waren eine Gruppe Mitschüler, die letzte Nacht in den Wäldern gewesen waren. Die Kinder sind verprügelt und erstochen worden. Die Ermittler haben eine Waffe am Tatort gefunden. Das alte, stumpfe Beil, das Sie hier sehen können. Das Bild wechselte zu Fotos der Waffe, die zeigten, wie sie am Tatort gelegen hatte. Die Ermittler haben den Namen eines möglichen Verdächtigen genannt. Tobias Rogers, ein 17-jähriger Junge, der ein paar Wochen zuvor seinen Vater erstochen und seine Flucht zu vertuschen versucht hatte, indem er die Straße und das Waldgebiet um seine Nachbarschaft herum angezündet hatte. Obwohl man glaubte, der junge Mann wäre in dem Feuer umgekommen, vermuten die Ermittler, dass Rogers noch am Leben sein könnte, da man seine Leiche nie gefunden hatte.
Das Mädchen, das den Regen trank. Meine Mutter sagte immer, dass Regen die Tränen Gottes sind und dass man ihn deshalb nicht trinken sollte. Sie sagte viele Dinge, um mich zur Vernunft zu bringen. Sie sagte mir, wenn ich zu viele Süßigkeiten esse, würden unsichtbare Kobolde an meinen Zähnen herumkauen, dass Spinnen in meinen Mund krabbeln würden, wenn ich nicht durch die Nase atme, dass Schneeessen meinen Magen einfrieren und mich in einen Schneemann verwandeln würde. 100 kleine Lügen, die mich dazu bringen sollten, mich zu benehmen. Und ich benahm mich. Im Laufe der Zeit habe ich mich in einen einwandfreien Menschen verwandelt. Ich habe allen kindischen Unsinn schon vor Jahren hinter mir gelassen. Ich zahle meine Steuern und halte meinen Kopf unten. Ich esse nicht so viele Süßigkeiten. Ich atme durch die Nase und ich esse keinen Schnee. Und natürlich trinke ich nicht den Regen. Letzten August war ich in einem Supermarkt am Rande der Stadt. Es war ein ganz normaler Samstagmorgen mit einem Himmel voller grauer Wolken und ständigem Wind. Ich hatte einige Lebensmittel eingekauft und wollte gerade zur Tür gehen, als ich bemerkte, dass es zu regnen begonnen hatte. Da ich keinen Regenschirm mitgenommen hatte, zog ich einfach meine Lederjacke über und eilte zu meinem Auto, in der Hoffnung, dass das Brot nicht nass werden würde. Ich warf die Einkäufe auf den Beifahrersitz, lehnte mich zurück und bemerkte ein Mädchen, das in der Mitte des Parkplatzes stand. Sie starrte mit weit aufgerissenem Kiefer geradeaus. Ihr Mund füllte sich mit Regenwasser, wie bei einem Vogelbad. Als ich sie sah, musste ich an das denken, was meine Mutter mir gesagt hatte. Niemals das Regenwasser trinken. Es sei eine hässliche Sache. Meine Mutter ist vor Jahren gestorben, aber manche Worte bleiben für immer. Ich saß eine Weile da und sah sie an. Sie hatte einen schwarzen Kurzhaarschnitt und einen grauen Kapuzenpullover, der bis zu den Knien reichte. Sie war völlig durchnässt und hatte schwarze Wimperntusche in den Augen. Es dauerte eine Weile, bis ich bemerkte, dass sie keine Schuhe trug. Ich hatte das Gefühl, dass es ihr nicht gut ging. Das war nichts, was normale Menschen taten. Normale Menschen trinken kein Regenwasser, schon gar nicht auf diese Weise. Die Tränen Gottes. Allerdings war es nicht ungewöhnlich, dass in diesem Supermarkt seltsame Leute ein- und ausgingen. In der Nähe befand sich ein Gefängnis und viele Menschen hielten hier an, um auf dem Weg nach draußen etwas zu kaufen. Meistens waren es Freunde oder Familienangehörige, die zu Besuch kamen. Aber hin und wieder war auch ein schräger Vogel dabei. Ich habe keine Ahnung, was für Leute sie in diesem Gefängnis festhalten, aber das Unternehmen, das es betreibt, hat einen guten Ruf in der Stadt. Ich beschloss, etwas zu sagen und stieg aus dem Auto aus. »Hey«, rief ich, »davon wird dir schlecht.« Sie reagierte nicht. Es war, als würde sie meine Worte nicht einmal als Sprache wahrnehmen. Stattdessen starrte sie einfach weiter in den Himmel. Sie hatte diese geistlose Entschlossenheit an sich, als wüsste sie nicht, was sie sonst tun sollte. Sie hat nicht einmal geblinzelt. Regentropfen prallten an ihren geöffneten Augen ab. Ich wollte gerade wieder in mein Auto steigen, aber irgendwie tat sie mir leid. Sie war kaum erwachsen und hatte offensichtlich eine Art Zusammenbruch. Ich joggte zurück in den Supermarkt. Dort stand ein älterer Mann hinter dem Tresen und hörte Radio. Ich hatte ihr schon ein paar Mal eingekauft, aber noch nie mit ihm gesprochen. Er schaute mich nicht einmal an, als ich wieder hereinkam. »Entschuldigen Sie«, sagte ich. »Ich glaube, das Mädchen da draußen braucht Hilfe.« Er lehnte sich in seinem Stuhl ein wenig vor und schielte zu den Glastüren. Sie war immer noch da draußen. »Weshalb?« fragte er. »Ich weiß nicht, sie steht einfach nur da. Sie hat keine Schuhe an.« Der alte Mann war darüber eindeutig missgestimmt. Nicht darüber, dass sie dort stand, sondern darüber, dass ich ihn damit belästigt hatte. »Kommen Sie«, sagte er. »Reden die Leute nicht mehr miteinander.« Ich folgte ihm nach draußen, als wir uns dem Mädchen näherten. Der Regen wurde immer stärker.
Hey, rief er ihr zu. Alles in Ordnung? Keine Antwort. Er verlangsamte seinen Schritt und warf mir einen besorgten Blick zu. Jetzt sah er, was ich sah. Sollen wir jemanden anrufen? Haben Sie ein Handy bei sich? Fragte er. Brauchen Sie Hilfe? Wir standen ein paar Sekunden lang einfach nur da, bis der alte Mann seufzte. Er legte seine Hand auf ihre Schulter und streichelte sie sanft. Es tut mir leid, aber du kannst hier nicht bleiben, sagte er. Du musst weiterziehen. Er schüttelte sie fester, sodass etwas von dem Wasser in ihrem Mund überlief. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Jetzt komm schon! Er packte sie erneut und sie verlor sofort das Gleichgewicht. Sie kippte um wie ein umstürzender Baum und schlug mit dem Kopf unglücklich auf den Beton auf. Wasser lief ihr aus dem Mund und vermischte sich mit dem Blut aus der frischen Kopfwunde. Die Augen des alten Mannes wurden wild. Er fiel auf die Knie und wiederholte immer wieder: Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich wich zurück mit meinem Handy in der Hand. Ich registrierte nicht, was geschah, und verfiel in eine Art Lähmung. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich bemerkte, dass sie immer noch Wasser hustete. Sehr viel Wasser. Und einiges davon war schwarz geworden. Ich dachte, es könnte Blut sein, aber es sah nicht so aus. Es war dunkel. Plötzlich wurde ich mir des Telefons in meiner Hand bewusst. Sein Gewicht und seine Beschaffenheit. Ich wählte 110, während der alte Mann das Mädchen auf die Seite legte. Atme durch die Nase, sagte er. Bleib ganz ruhig und atme durch die Nase. Schwarzes Wasser strömte aus ihr heraus wie aus einem Wasserhahn. Ihre Augen waren immer noch auf den Himmel gerichtet. Es fühlte sich wie Minuten an, aber es waren nur Sekunden. Atemzüge. Das Wasser hörte auf, aus ihr herauszuströmen. Sie lag einfach da, unbeweglich. Ich hörte jemanden laut sprechen, aber es war, als ob die Worte an mir vorbeigingen. Ich konnte ihn wegen meines eigenen Pulses nicht hören. Irgendetwas über einen Notfall. Eine Frage. Sie atmet nicht, rief der alte Mann. Sie ist nicht... Ein Zucken. Ihr Mund bewegte sich. Etwas floss zwischen ihren Lippen hindurch. Etwas Dunkles. Ein Finger. Eine Klaue. Mit einem heftigen Muskelkrampf rollte sie sich auf den Rücken. Sie krümmte ihren Rücken wie einen Bogen und balancierte ihren ganzen Körper auf den Fußsohlen und der Kopfhaut. Sie atmete ein und saugte so viel Regenwasser ein, wie sie konnte, um dann kreischend zu keuchen. Ihre Kehle rasselte, als die Regentropfen in ihre Lunge gelangten. Wir versuchten nicht mehr zu helfen, sondern starrten sie nur noch ungläubig an. Mit einer widernatürlichen Bewegung kam sie auf die Beine, so als ob unsichtbare Fesseln sie wieder nach oben zogen. Ihr Gesicht immer noch zum Himmel gerichtet, und die Kiefer wieder weit geöffnet, drehte sich ihr Körper zu mir und dem alten Mann. Als wir zurückschreckten, gluckste sie und stürzte sich auf uns. Mein Handy glitt mir aus den nassen Händen, als sie nach vorne stürmte. Ich stolperte über meine eigenen Füße und fiel rückwärts, und sie warf sich über den alten Mann. Ihr Kopf schaute ständig nach oben, wie ein Gyroskop. Es war, als würde sich ihr Körper unabhängig von ihrem Kopf bewegen und verdrehen. Ich könnte schwören, dass sie an einer Stelle ihren Hals um ganze 360 Grad drehte. Ich kroch rückwärts, wobei ich mir die Handflächen aufschürfte. Sie gurgelte erneut und das Wasser aus ihrem Mund ergoss sich über den alten Mann, den sie festgehalten hatte. Er schnappte nach Luft. Er spuckte und hustete und fuchtelte wild mit den Armen. Dieser unaufhörliche Wasserstrahl, der ihn praktisch ertränkte. Dann hielt er inne. Langsam öffnete er seinen Mund und begann ebenfalls den Regen zu trinken.
Ich stolperte auf meine Füße und rannte zu meinem Auto. Ich konnte hören, wie nackte Füße auf Beton klatschten. Sie war hinter mir her. Ich holte meinen Schlüssel heraus, schloss das Auto auf und setzte mich auf den Fahrersitz. Ich knallte die Tür direkt auf ihre Finger, wodurch sie wie Karottenstäbchen durchbrachen, als die Tür wieder zurückschnellte. Ich kroch auf den Beifahrersitz, als ihre nutzlosen Finger gegen mein Gesicht stießen und versuchten, nach mir zu greifen. Sie kroch hinter mir her und kluckste vor Erwartung. Ich stieg auf der anderen Seite des Autos aus und knallte die Beifahrertür zu. Ich kehrte zur Fahrerseite zurück und schloss auch diese Tür, sodass sie im Wagen eingeschlossen war. Sie war nicht in der Lage, die Türen zu öffnen, also hämmerte sie wieder mit ihren blutenden, gebrochenen Fingern gegen die Scheibe. Ihre Augen bewegten sich unabhängig voneinander und versuchten, einen Ausweg zu finden. Sie versuchte, den Himmel anzuvisieren. Ich wich zurück. Mein Herz klopfte. Ich bemerkte nicht einmal meine Tränen im Regen, nur den Schweiß in meinen Augen. Ich beugte mich immer wieder vor, umklammerte meinen Bauch. Es brannte, als wollten meine Eingeweide aus mir herausspringen. Mein Herz wollte nichts davon wissen. Der alte Mann hatte sich aufgerichtet. Er schaute mich von der anderen Seite des Parkplatzes an. Ein paar Sekunden lang konnte ich die Angst in seinem Gesicht sehen. Flehende Augen, die um Hilfe bettelten. Dann riss er sein Gesicht nach oben und öffnete weit seinen Mund. Sein Körper bewegte sich scheinbar von selbst und begann auf mich zuzulaufen. Er stolperte über die Betonumrisse der Parkplätze und konnte kaum das Gleichgewicht halten. Er prallte mit der Schulter gegen ein Schild und wurde auf den Boden geschleudert. Dabei starrte er die ganze Zeit mit dem Kopf in den Himmel. Dann, genau wie das Mädchen vor ihm, konnte ich diese unsichtbare Kraft sehen, die ihn wieder auf die Füße zog. Transparente Fesseln, verborgen in den Regentropfen. Er schien sich wieder zurechtzufinden. Und plötzlich war er ganz schnell. Dieser Mann war locker 70 Jahre alt, aber er war mit einem unmöglichen Tempo unterwegs. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Er holte auf und ich stand da wie ein Reh, das im Scheinwerferlicht erstarrt. Stampfende Füße kamen näher. Dann klatschte das Mädchen, das in meinem Auto gefangen war, wieder mit der Hand gegen die Scheibe. Das Geräusch ließ mich losbrechen wie eine Startpistole. Ich schoss in einen Sprint, während mein Magen bebte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den Laden zurückgelaufen bin. Ich erinnere mich auch nicht, dass ich einen Stapel Einkaufskörbe umgeworfen habe. Es war nur ein Wirrwarr von bunten Verpackungen, als ich durch die Gänge rannte, während über mir fröhliche Radiomelodien liefen. Der alte Mann stolperte über einen Einkaufskorb und stürzte zu Boden, wobei das Wasser wie ein Springbrunnen aus ihm herausspritzte. Als er sich wieder aufrappelte, sah ich, wie sich kleine Dinge zwischen seinen Lippen bewegten. Kleine Fingerspitzen, schwarz wie Tinte. Eine kleine Hand, die sich ausstreckte. Er trat wieder nach draußen und lehnte seinen Kopf nach oben. Langsam ging er außer Sichtweite, auf eine andere Seite des Ladens. Ich blieb stehen und hielt einen Wischmopp in der Hand. Ich merkte nicht einmal, dass ich ihn in die Hand genommen hatte. Ich begann nach einem Telefon zu suchen. Es musste eine Art Alarmanlage geben, aber ich konnte sie nicht finden. Es gab keinen großen roten Knopf zum Drücken. Meine Hände zitterten und ich stieß ständig Dinge um. Ein Haufen Stifte klapperte gegen die Keramikfliesen. Ich suchte das Büro des Managers. Der Typ war alt, wahrscheinlich gab es einen Festnetzanschluss. Als ich nach hinten ging, hörte ich einen überraschten Schrei. Da war jemand vor dem Hinterausgang. Ich konnte mich nicht darum kümmern, ich musste Hilfe holen. Hilf dir selbst, bevor du anderen hilfst. Setz die Sauerstoffmaske auf. Das Büro des Managers war verschlossen. Ich versuchte, die Tür einfach aufzureißen oder gegen den Glasschlitz zu hämmern, aber nichts schien zu funktionieren. Schließlich holte ich einen Feuerlöscher aus der Wand und hämmerte unermüdlich darauf ein,
bis das Ding endlich zerbrach. Ich steckte meine Hand hindurch, knackte das Schloss und trat ein. Das Büro war ein einziges Durcheinander, aber es gab einen Festnetzanschluss, der unter Stapeln von unsortierten Dokumenten vergraben war. Es gab einen Computer, aber das Ding war schon 10 Jahre alt. Ich wählte den Notruf, während ich die Tür hinter mir verriegelte. Ich kann mich nur noch vage daran erinnern, mit der Dame am Telefon gesprochen zu haben. Ich erzählte ihr von Menschen, die gewalttätig wurden. Aber als ich versuchte, es zu erklären, wurde mir klar, dass ich völlig verrückt klang. Ich versuchte, mich zu beruhigen und es so zu erklären, dass es aussah, als sei der Besitzer ausgerastet. Sie fragten mich, ob ich in Sicherheit sei, ob er bewaffnet, ob jemand verletzt sei. 1000 Dinge, wie es schien. Ich hörte immer wieder kleine Geräusche im hinteren Teil des Ladens und ich verlor völlig den Faden. Sir? Sir? Sind Sie da, Sir? Ich hörte die Stimme am Telefon, aber sie war weit entfernt. Jeder Knochen in meinem Körper lauschte auf das, was draußen geschah. Jemand kam durch die Hintertür herein. Es klang hölzern, aber ich konnte den Griff klappern hören. Sir! Langsam steckte ich das Telefon weg. Ich legte nicht auf, sondern steckte es einfach weg. Ich musste mich konzentrieren. In der Ecke des Zimmers stand ein alter Werkzeugkasten und ich griff mir einen großen Schraubenschlüssel, um mich zu verteidigen. Ich brauchte solides Metall in meinen Händen. Es brachte mir eine Art von Mut, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn hatte. Als der alte Mann in das Büro des Geschäftsführers trat, war ich bereit. Ich stieß die Tür auf und schlug ihn zurück. Selbst jetzt noch war sein Kopf nach oben geneigt. Ich schlug ihm den Schraubenschlüssel auf den Kopf, wobei ich ihn an der Kehle traf. Er stolperte zur Seite und ich schlug erneut zu. Er stolperte, fiel um und sein Hals knickte ab, als er gegen die Wand stürzte. In einer Sekunde war es vorbei. Er bewegte sich nicht mehr. Schwarzes Wasser sickerte aus ihm heraus. Und da, am Rande seiner Lippen, bewegten sich kleine schwarze Finger. Sie streckten sich verzweifelt nach außen. Sie suchten nach etwas, das sie greifen konnten, um sich freizuziehen. Sein Kiefer bewegte sich auf und ab, als ob er eine unsichtbare Mahlzeit kauen würde. Seine Augen waren immer noch nach oben gerichtet. Als ich den Schraubenschlüssel hob, um erneut anzugreifen, hörte die kleine Hand auf, sich zu bewegen. Sie verwandelte sich in einen schwarzen Schlamm, wie gerinnende Dunkelheit. Ich konnte den Schraubenschlüssel nicht loslassen, selbst wenn ich wollte. Meine Finger hatten sich verkrampft. Ich schnappte tief nach Luft, als ich bemerkte, dass ich die Luft angehalten hatte. Ich wich zurück. Ich hatte diesen Mann umgebracht. Notwehr oder nicht, er war tot. Daran bestand kein Zweifel. Sir? Sir? Hörte ich aus dem Festnetztelefon. Ich wusste nicht, wie ich das erklären sollte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich stand einfach nur da und hörte mir selbst beim Atmen zu. In einem Augenblick stellte sich die Welt auf den Kopf. Ich verlor das Gleichgewicht, als mich etwas von hinten packte. Ich fiel hart auf meine rechte Schulter und verlor bei dem Aufprall den Griff um meinen Schraubenschlüssel. 2 Arme hatten mich gepackt und zogen mich nach hinten. Der Lagerarbeiter. Er hatte die ganze Zeit draußen eine Raucherpause gemacht. Das war das überraschte Geräusch, das ich gehört hatte. Er war angegriffen worden. Augenblicke später spürte ich wieder den Regen. Er hatte mich nach draußen gezerrt. Der Typ war Anfang 30 und gebaut wie ein Mammutbaum. Er hatte keine Mühe, mich aus dem Gleichgewicht zu bringen, als er mich auf den Boden drückte. Er neigte den Kopf nach unten, als das Wasser anfing zu spritzen. »Warte!« schrie ich. »Warte, warte, warte!« Dann Regenwasser. Lauwarmes, körperwarmes Regenwasser. Es ist schwer, dieses Gefühl zu beschreiben. Zuerst dachte ich würde ertrinken,
weil ich versuchte, das Wasser aus meiner Lunge zu halten. Aber nach ein oder zwei unwillkürlichen Schlucken spürte ich es nicht mehr. Es war, als hätten Luft und Wasser den Platz getauscht. Das Regenwasser hielt mich am Leben. Und wenn ich es verlor, würde ich ersticken. Mein Hals verschloss sich und starrte nach oben, um kein Wasser zu verlieren. Als ich zu den Wolken hinaufblickte, hörte ich eine Stimme. Es fühlte sich an, als würde sie in meinen Magen dringen und wie ein Echo in meinem Körper widerhallen. Der Regen, der auf mich fiel, ließ es so aussehen, als würde ich durch einen Tunnel laufen oder nach oben gezogen werden. Hallo! Ein Gruß, eine dunkle Präsenz schwamm durch meine Gedanken. Kleine Ranken sickerten in meine Erinnerungen, berührten all meine Geheimnisse. Ich spürte, wie sich mein Körper von selbst bewegte, und ich konnte nur noch aufschauen. Ich versuchte, um Hilfe zu schreien, aber ich konnte nur noch gurgeln. Es tat furchtbar weh. Es brannte wie Stacheldraht, der aus mir herausgezogen wurde, je mehr ich mich wehrte. Da oben war etwas. Etwas in den Wolken, das mich brauchte. So wie ein Körper ein paar Hände braucht. Ich lebte in dieser Welt. Ich weiß nicht für wie lange. Ich unterhielt mich mit etwas in mir und versuchte, etwas zu spüren. Mein Körper war gefühllos und weit weg, festgefroren und von einer unmöglichen Kraft gezogen. Und irgendwann hörte der Regen auf. Ich starrte in den Himmel und hustete Wasser, während mein Körper sich langsam wieder an das Atmen erinnerte. Ich lag auf dem Rücken und schaute zu den Wolken hinauf. Sie lösten sich auf. Ich drehte mich auf die Seite und spürte, wie etwas in meiner Kehle zappelte. Ich schluckte schwer und spürte, wie es nach unten rutschte. Dann begann das Wasser aus mir herauszusprudeln. Regenwasser, schwarzes Wasser und Blut. Ich hatte eine Ahnung, wo ich war, aber ich brauchte einige Zeit, um mich zu orientieren. Es war ein grasbewachsenes Feld, ein wenig außerhalb der Stadt. Unterholz, einige verstreute Bäume und ein paar vertrocknete, verfärbte Sonnenblumen. Ich befand mich direkt an der Autobahn, etwa 15 Minuten Fußweg vom Geschäft entfernt. Ich hatte dieses Feld schon auf meinem Heimweg von der Arbeit gesehen, wurde mir klar. Es war nicht weit vom Froschteich entfernt. Schließlich machte ich mich auf den Weg zurück zum Supermarkt. Vier Streifenwagen und ein Krankenwagen waren mit heulenden Sirenen eingetroffen. Ich sah, wie die junge Frau mit den schwarzen Haaren in den Krankenwagen gehoben wurde. Ihre Hand war gebrochen und blutete. Sie hatte einen engen Verband um den Kopf gewickelt. Sie brachten auch eine Leiche aus dem Laden, und drei Polizisten unterhielten sich und machten Fotos am Eingang. Ich hustete die letzten Tropfen schwarzen Wassers aus und versuchte, so gut es ging, um Hilfe zu schreien. Alles, was ich herausbrachte, war ein Glucksen, das sich langsam in einen dumpfen Schrei verwandelte. Zu mehr war ich nicht in der Lage. Doch sie erkannten meine Stimme vom Notruf. Sie nahmen mich mit, ließen mich von einem Sanitäter durchchecken und befragten mich zu allem. Die Beamten versuchten, alles in etwas Verständliches zusammenzufügen und endeten mit der Geschichte: Ein alter Mann wird verrückt und wird getötet. Ich wollte ihnen mehr erzählen, aber mir fehlten einfach die Worte, um es sinnvoll zu formulieren. Es gab ein paar Überwachungsvideos, aber sie zeigten nicht viel von dem Parkplatz. Sie zeigten nur, wie ich
von einem krank aussehenden Mann in den Laden gejagt wurde. Bevor ich nach Hause geschickt und aufgefordert wurde, den Staat nicht zu verlassen, hatte ich die Gelegenheit, meine eigenen Fragen zu stellen. Ich fragte sie nach der jungen Frau in meinem Auto und was mit ihr passiert war. Offenbar war sie sofort von ihren Vormündern abgeholt worden. Sie hatten alle Papiere und auch ein paar teure Anwälte dabei. Seltsame Leute, bemerkte der Beamte. Sie wirken nicht wie richtige Eltern. Seitdem bekomme ich jedes Mal, wenn es regnet, eine Gänsehaut. Ich habe das Gefühl, dass ich nach draußen gehen sollte, um zu sehen, ob dort im Himmel etwas ist. Etwas, das mich braucht. Etwas, das nach mir ruft. Aber laut den Ärzten geht es mir gut. Trotzdem traue ich mir nicht zu, drinnen zu bleiben. Ich schließe mich mit meinen Kopfhörern im Badezimmer ein und warte darauf, dass alles vorübergeht. Ich habe gelesen, dass andere sie gesehen haben. Eine junge Frau, die herauskommt, wenn es regnet, um vom Himmel zu trinken. Ich muss mehr über sie wissen. Ich muss wissen, was mit mir passiert ist. Wenn du sie also gesehen hast, sag mir bitte, wann und wo. Und wenn du ihr begegnest, suche am besten so schnell wie möglich das Weite. Sei immer gut vorbereitet, wenn du Bergwandern gehst. Wer zum Teufel sind Sie? Reggie betrachtete den unbekannten Fremden, der unser Lager betreten hatte, und wusste nicht, was er von ihm halten sollte. Der Fremde war schon da gewesen, als wir aufgewacht waren, aber hatte noch kein Wort gesagt. Ich ärgerte mich, dass ich kein Gewehr mitgenommen hatte, aber es sollte nur eine zweitägige Wanderung durch den Canyon werden. Es gab keine Berichte über gefährliche Tiere, die einen so bekannten Weg angreifen, also dachten wir, dass wir keine Probleme haben würden. »Ich frag noch einmal, wer sind Sie?« rief Reggie, diesmal mit mehr Selbstvertrauen. Der Fremde sah Reggie an und lächelte. Völlig unbeeindruckt von Reggies plötzlicher Demonstration von Männlichkeit. Nicht das Aussehen des Fremden war das Beängstigende, sondern die Tatsache, dass er so völlig fehl am Platz war. Der Fremde trug einen kompletten Anzug, der nicht zu seinem Körperbau zu passen schien. Er war groß und schlaksig, aber der Anzug schien etwa zwei Größen zu klein zu sein. Im Vergleich dazu trugen Reggie, Clayton und ich nur kurze Wanderhosen und T-Shirts. Die Temperatur lag weit über 30 Grad, sogar hier unten im Canyon. Dieser Mann hätte schwitzen müssen, aber ich konnte keinen einzigen Schweißtropfen erkennen. Ich war gerade in der Gegend und dachte, ihr könntet Hilfe gebrauchen, sagte der Fremde, wobei sich seine Lippen bei jedem Wort ein wenig zu sehr bewegten. Ich komme aus der Gegend. Viele Kinder verirren sich beim Wandern auf diesen Pfaden. Ich habe euer Zelt gesehen und mir gedacht, dass ihr von der Wanderung durch den Canyon erschöpft sein müsst. Uns geht es gut, danke, mischte sich Clayton ein. Wir sind diesen Weg schon einmal gewandert und treffen unsere Freunde etwa eine Meile weiter oben. Sie werden uns erwarten. Clayton war klug. Er hatte immer einen kühlen Kopf und wusste genau, was er sagen und wie er reagieren musste. Hören Sie, wir wissen Ihre Sorge wirklich zu schätzen, aber wir müssen jetzt los. Wir haben ein bisschen zu lange geschlafen und sind schon ein bisschen im Verzug. Während er dies sagte, begann er seine Sachen zusammenzupacken, wobei er darauf achtete, dem Fremden nicht den Rücken zuzuwenden. Der Fremde machte keine Anstalten, sich zu bewegen, und schien sogar noch erfreuter über unsere offensichtliche Unruhe zu sein. Wisst ihr,
sagte der Fremde, indem er ein wenig näher an uns drei herantrat. Ihr Jungs wisst gar nicht, wie sehr ihr im Arsch seid. Damit stand der Fremde auf, zeigte seine Größe, viel größer als ich erwartet hatte, und ging die Schlucht hinunter. Reggie wollte ihn angreifen, da war ich mir sicher, aber er war wie gelähmt. Reggie ist jemand, der niemals zurückschreckt und schon gar nicht jemand, der sich leicht entmutigen lässt. Was zum Teufel war das? Flüsterte Reggie. Was auch immer es war, ich glaube, wir müssen jetzt sofort los. Ich hatte nicht vor, zu warten und zu sehen, ob dieser Freak zurückkam. Nach einer Stunde Wanderung mussten wir eine Pause einlegen. Die Hitze forderte ihren Tribut und wir hatten angefangen, den Fremden zu vergessen. Wir fanden einen schönen Platz, an dem wir unsere Rucksäcke absetzen und uns einen Moment ausruhen konnten. Und jetzt war es an der Zeit, uns erneut mit Sonnencreme einzucremen. Was glaubt ihr, was der Kerl wollte? Sagte Reggie. Es kam mir so vor, als wollte er uns verhöhnen oder sowas. Er war ein offensichtliches Arschloch. Er nutzte die Gelegenheit, um seinen Bizeps zu zeigen. Ich hätte ihn fertig gemacht und er wusste es. Deshalb ist er auch so schnell abgehauen. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Wenn Reggie nicht schon seit Jahren mein Freund wäre, wäre er unausstehlich. Clay und ich rollten nur mit den Augen. Eine normale Reaktion auf Reggies Verhalten. Ich glaube, er war wahrscheinlich verrückt. Es gibt viele Geschichten von Einheimischen, die hier draußen Meth rauchen. Und wir sind wirklich nicht so weit von den abgetretenen Pfaden entfernt, sagte Clayton, der wie immer der Besonnenste von uns allen war. Ich meine, überlegt mal. Du bist in dieser Einöde eines Staates. Du hast nichts zu tun in dieser Höllenstadt. Was willst du denn sonst gegen die gähnende Langeweile tun? Das ist es, was die Leute hier draußen machen. Und wenn du zu viel Meth geraucht hast, bist du halt einfach durch. Ob das nun stimmte oder nicht, es beruhigte uns so sehr, dass wir die ganze Sache so gut wie vergessen konnten. Wenn überhaupt, war es nur eine weitere verrückte Geschichte, die wir zu dritt erleben würden. Wir hatten in den Jahren unserer Freundschaft schon viele verrückte Sachen erlebt. Und dies wäre nur eine weitere Geschichte, die wir auf der nächsten WG-Party erzählen würden. Reggie würde es übertreiben. Clay würde detailliert erklären, was wirklich passiert ist. Und ich würde still zuhören und mit allen anderen lachen, während meine besten Freunde alle auf Trab hielten. Nach etwa einer weiteren Stunde Wanderung wurde uns etwas klar. Laut Wanderkarte sollten wir uns direkt an der Mündung des Canyons befinden. Es war schwer zu sagen, aber es schien, als wären wir immer noch in der gleichen Gegend wie eine Stunde zuvor. Außerdem sind wir gegen 8 Uhr morgens aufgewacht und die Sonne hätte schon längst über uns sein müssen. Aber sie schien still zu stehen. Es sah so aus, als hätte sie sich seit dem Aufwachen heute Morgen überhaupt nicht bewegt. Offensichtlich war ich nicht der Einzige, dem das auffiel, denn auch Reggie begann verwirrt auszusehen. Zumindest verwirrter als sonst. Wie spät ist es? Er fragte niemanden direkt. Seine Stimme schwankte leicht. Clay sah auf seine Uhr. Es ist 15 Uhr. Warum? Wir sind um 8 oder 9 Uhr aufgewacht. Wir sind erst seit 2 oder 3 Stunden unterwegs, höchstens. Die Sonne hat sich verdammt nochmal nicht bewegt. Reggie mochte es, den harten Kerl zu spielen. Aber es war nicht überraschend, dass er derjenige war, der am meisten ausflippte. Wir warteten beide darauf, dass Clay etwas Logisches und Offensichtliches sagte, um uns zu beruhigen. Nun, vielleicht sind wir alle einfach müde. Wir sind wahrscheinlich früher aufgewacht, als wir dachten. Ich meine, wir waren gestern Abend alle ziemlich durcheinander, nachdem wir das Lager aufgeschlagen hatten. Keiner hat wirklich auf die Zeit geachtet, weil dieser Freak aufgetaucht ist. Wisst ihr noch? Wir sind wahrscheinlich früher aufgewacht. Und es fühlt sich so an, als wären wir schon so lange unterwegs, weil es so verdammt heiß ist. Der Kater ist nicht gerade hilfreich, by the way. Gott sei Dank konnte Clay die Stimme der Vernunft sein, denn ich konnte sehen, dass Reggie genauso verunsichert war wie ich. Das erklärte zwar nicht, warum die Sonne sich nicht zu bewegen schien, aber wir schoben es einfach darauf, dass wir alle verkatert waren. Trotzdem schwankte Clays Stimme ein wenig. Normalerweise neige ich dazu, alles zu sehr zu überprüfen, und Reggie hatte es nicht erwähnt, also dachte ich sei paranoid. Okay,
Was zum Teufel ist hier los? Fragte ich in die Runde. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und ihr wisst das. Die verdammte Sonne steht immer noch an der gleichen Stelle. Und wir sind schon seit Stunden unterwegs. Wir hätten schon vor Stunden aus diesem gottverlassenen Canyon raus sein müssen. Clay und Reggie waren von meinem Ausbruch völlig schockiert. Das letzte Mal, dass ich so geschrien hatte, war, als ich sie kennenlernte. Mir wurde gerade der Kopf auf der jungen Toilette von zwei älteren Typen ins Klo getaucht, als Clay und Reggie gerade zur rechten Zeit hereinkamen. Während Clay sie davon abhielt, ihre Wasserfolter zu vollenden, stürzte Reggie herbei und verprügelte sie bis aufs Blut. Von diesem Tag an waren wir beste Freunde. »Entspann dich, Markus«, sagte Reggie und hob die Hände, als würde ich ihn plötzlich angreifen. »Wir sind nur verkatert. Du trinkst nicht genügend Wasser. Das ist schon in Ordnung.« »Nein, es ist verdammt nochmal nicht in Ordnung. Die Sonne steht seit Stunden auf demselben Fleck. Das ist nicht normal.« »Er hat recht«, mischte Clay sich ein. »Ich versuche logisch darüber nachzudenken, aber die Sonne hat sich wirklich nicht bewegt. Und ich fange langsam an, unruhig zu werden.« »Kumpel, entspann dich.« Reggie, der normalerweise derjenige ist, der als Erster ausrastet, sagte plötzlich, wir sollen uns entspannen. »Wir sind verkatert. Ihr tut ja gerade so, als gäbe es eine Verschwörung gegen die Sonne oder so ein Scheiß.« Er lachte und fuhr sich mit den Fingern durch seine ewig gegelten, perfekten schwarzen Haare. Clay sah mich an. Und in diesem Moment durchfuhr mich ein Schauer durch den ganzen Körper. Ich sah den Fremden, nicht in unserer Nähe, sondern weit entfernt, in der Schlucht, wo wir ihn ursprünglich getroffen hatten. Er stand uns gegenüber und machte eine Bewegung mit seinen Händen, als ob er Geige spielen würde. »Was zum Teufel?« Clay und Reggie sprangen auf meinen Ausruf hin auf. »Dreht euch verdammt nochmal um! Das ist der unheimliche Typ aus dem Camp!« »Markus, da ist nichts. Beruhige dich«, sagte Reggie, nicht im geringsten beunruhigt von der Aussicht, dass dieser Mann uns folgte, uns beobachtete. »Weißt du was, Reggie? Das ist die Hitze. Er verliert den Verstand wegen der Hitze.« Clay legte seine Hand auf meinen Kopf, als wäre er ein Mediziner, der einen Hitzschlag nach Gefühl feststellen kann. »Warum machen wir nicht eine kurze Pause, damit du dich ausruhen kannst?« Clay sah tatsächlich besorgt um mich aus. Reggie schien es egal zu sein. »Ich muss mich nicht ausruhen. Ich sag dir, der Typ war da drüben, auf der anderen Seite des Canyons. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, wir müssen Hilfe rufen oder sowas.« »Du übertreibst«, sagte Reggie genervt. »Unsere Handys funktionieren nicht einmal. Wir sind so tief im Canyon. Lass uns einfach eine Pause machen und du kannst dich ausschlafen. Wir müssten sowieso schon fast am Ziel sein.« Ich wusste, dass ich nicht halluziniert hatte, aber ich war müde. Es konnte nicht schaden, sich jetzt ein wenig auszuruhen, vor allem, wenn die Sonne nicht mehr untergehen würde. Als ich aufwachte, war es stockdunkel. Mir war eiskalt und ich konnte nichts sehen. »Reg? Clay? Wo zum Teufel seid ihr hingegangen?« Ich wurde von einem unglaublichen, stechenden Schmerz in meinem rechten Bizeps unterbrochen. »Was zum Teufel?« So einen Schmerz hatte ich noch nie in meinem Leben gespürt. Die fehlende Sehkraft verstärkte die Orientierungslosigkeit, die ich durch den ohnehin schon blendenden Schmerz empfand. Ich griff in meine Tasche und holte mein Feuerzeug heraus, in der Hoffnung, ein wenig mehr Einblick in die Situation zu bekommen, in der ich aufgewacht war. Mein Arm war zwischen der Schlucht und einem unglücklich platzierten Felsen eingeklemmt. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich im Schlaf umgedreht hatte, denn wir hatten das Zelt nicht aufgebaut, als wir uns vorhin für die Pause entschieden hatten. Ich schaute mich nach Reggie und Clayton um, aber mit der Flamme des Feuerzeugs war es fast unmöglich, auch nur ein paar Meter vor mir zu sehen. »Hilfe! Helft mir!« Es war zwecklos. Niemand konnte mich hören. Niemand war in Sicht. Ich war allein in dieser Schlucht,
ich war mir nicht sicher, ob meine Freunde dieses Mal da sein würden, um mich zu retten. Es dauerte nicht lange, bis ich wieder in die Bewusstlosigkeit abglitt. Clay ist nicht hier. Wach auf, Markus. Wach verdammt nochmal auf, Alter. Reggie rüttelte mich wach. Clay ist nicht hier. Hast du ihn weggehen sehen? Ich schaute nach unten und sah, dass meine beiden Arme noch dran waren und nicht zwischen irgendwelchen Steinen steckten. Meine Erleichterung wurde kurz unterbrochen, als mir klar wurde, was passiert war. Was ist passiert? Ich habe nicht lange geschlafen. Die Sonne stand immer noch an derselben verdammten Stelle. Dieser Creep ist wieder aufgetaucht. Er kam zurück, während du schliefst, und fing wieder an, diesen ganzen kryptischen Scheiß runterzubeten. Ziemlich abgefuckt, Alter. Er sagte irgendeinen Scheiß zu Clay und ging weg. Clay hinterher. Ich hab versucht, ihn zu verfolgen, aber ich weiß nicht, wo er hin ist, Mann. Ich raste aus. Ich hatte Rack in all den Jahren, in denen ich sein Freund war, noch nie so erschüttert gesehen. Reggie war zwar ein Dickkopf, aber er war immer mutig. Er ließ sich nie aus der Ruhe bringen. Und wenn es ihn doch einmal erwischte, reagierte er mit Bravour, nicht mit Angst. An diesem Punkt begann Reggie zu weinen. Ich hab ihn nicht aufgehalten, Mann. Das Stück Scheiße war so zierlich. Ich hätte ihm in den Arsch treten können. Ich hätte es tun sollen, als er das erste Mal aufgetaucht war, Mann. Warum hab ich ihn nicht fertig gemacht, als ich die Chance dazu hatte? Reggie schluchzte. Ich hatte noch nie jemanden, schon gar nicht Reggie, so weinen sehen. Aber ich verstand ihn. Was auch immer es mit diesem Typen auf sich hatte. Es war erschreckend. Es hat uns alle zutiefst erschüttert. So egoistisch das klingen mag, ich bin froh, dass ich schlief, als er nochmal aufgetaucht war. Okay, Rack, beruhig dich erstmal. Wo genau ist der Typ hingegangen? Reggie zeigte auf ein Gebüsch, das scheinbar von einer Klippe wegführte. Ich ging hinüber und stellte fest, dass es einen sehr schmalen, felsigen Pfad zum Grund der Schlucht gab. Sie sind hier runtergegangen. Gehen wir. Wir begannen, den Pfad hinunterzugehen, und Reggie eilte voraus. Ich folgte ihm vorsichtig, aber da spürte ich einen brennenden Schmerz in meinem Bizeps. Es fühlte sich fast wie der Traum an, den ich vorhin hatte. Aber bevor ich zu viel darüber nachdenken konnte, hörte ich Reggie aufschreien. Fuck! 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 Hilf mir, Alter! Reggie war auf den losen Steinen ausgerutscht und ein paar Meter den Pfad hinuntergestürzt. Er war nicht weit voraus, aber er war in die Büsche gefallen. Ich kletterte hinunter und konnte sofort erkennen, dass Reggie am Arsch war. Sein Körper war starr, ganz im Gegensatz zu seinem völlig schlaffen Bein, das am Knie in die entgegengesetzte Richtung verbogen war. Seine Haut war bis auf die Knochen aufgerissen, sodass ich seine Kniescheibe zwischen den Muskeln sah. Ich konnte nicht anders als mich übergeben. Ich hatte noch nie etwas so Grausames gesehen. Seine Hände umklammerten seinen Oberschenkel und versuchten irgendwie das Blut aus der Arterie, die aus seinem Bein ragte, zu kontrollieren. Seine Kniescheibe war zertrümmert. Teile davon lagen um ihn herum auf dem Feldweg. Seine Wade war fast vollständig vom Oberschenkel abgetrennt und völlig verdreht, sodass der Fuß in Richtung Rücken zeigte. Seine Augen waren fest geschlossen. Wie schlimm ist es, Mann? Sag mir die Wahrheit. Es tut verdammt weh, Mann. Ist es gebrochen? Ich wusste gar nicht, was ich ihm sagen sollte. Ich wollte ihn nicht in einen Schockzustand versetzen. Und ich wollte auf keinen Fall, dass er den Schaden sieht. Das Adrenalin muss stark gepumpt haben, dass er zu diesem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein war. Er ließ nur eine Sekunde lang los, und das Blut spritzte hörbar aus der Arterie, die
die oberhalb seiner Kniescheibe hervortrat. Reggie! Drück weiter auf die Stelle, wo du deine Hand hattest. Gib mir eine Sekunde. Das wird schon wieder. Ich schnappte mir mein Taschenmesser und schnitt ein Stück vom unteren Teil seiner Shorts ab und wickelte schnell einen Druckverband um die Mitte seines Oberschenkels, so fest ich nur konnte. Alter, das tut verdammt weh. Was machst du denn da? In diesem Moment machte Reggie den Fehler, sich das grausige Bild anzusehen, das sein Bein abgegeben hatte. Noch bevor er schreien konnte, rollten seine Augen zurück und er wurde ohnmächtig. Zum Glück konnte ich die Blutung an seinem Bein stoppen. Aber bevor ich noch mehr tun konnte, um zu helfen, hörte ich einen markerschütternden Schrei aus den Tiefen des Canyons. Es war Clay. Ohne Telefon und ohne medizinische Hilfsmittel konnte ich nicht viel für Reggie tun. Wir waren so unvorbereitet auf diese Wanderung, von der wir dachten, sie wäre ein einfacher Campingausflug. Ich konnte nichts weiter tun, als ihm meine Feldflasche zu überlassen, ihm ein Hemd über den Kopf zu ziehen und zu hoffen, dass er schlief, bis ich zurückkam. Vorsichtshalber ließ ich den Rest unseres Whisky-Vorrats neben ihm stehen, nur für den Fall, dass er aufwachen würde. Ich folgte dem Schrei, den ich von Clay hörte, tiefer in den Canyon. Das ist viel tiefer, als wir bisher gewesen waren, und ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Die Sonne stand immer noch an derselben verdammten Stelle, und ich begann mich zu fragen, ob das hier auch ein Traum war. Reggie! Reggie. Reggie. Markus! Gott, hilf mir! Wenn das ein Traum war, war es mir egal. Clay brauchte Hilfe, und ausnahmsweise wollte ich der Held sein. Ich komme, Clay. Halt dich fest, ich bin fast da. Sei vorsichtig, Mann. Es ist wirklich dunkel. Ich war mir nicht sicher, wovon Clay sprach. Es war sonnig und ich konnte alles klar erkennen, sogar so tief im Canyon. Die Sonne stand direkt über uns und beleuchtete den ganzen Pfad. Gerade als ich darüber nachdachte, begann mein Bizeps wieder zu brennen. Ich krempelte meinen Ärmel hoch, um zu sehen, ob mich etwas gebissen hatte oder so. Aber mein Arm war völlig in Ordnung. Der Schmerz war fast unerträglich. Aber es war nichts da. Clay! Die Sonne ist rausgekommen. Es ist nicht dunkel hier draußen. Ist es dunkel, wo du bist? Bist du irgendwo ausgerutscht und in eine Höhle gefallen oder so? Schrie ich. Keine Antwort. Clay? Nichts. Ich ging weiter. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Steigung mehr. Die Sonne brannte immer noch auf mich herab, aber zum Glück war ich tief genug, dass der Bereich, in dem ich mich befand, völlig im Schatten lag. Ich hatte den Grund des Canyons erreicht. Clay! Immer noch keine Antwort. Ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung ich mich wenden sollte. Der Canyon hatte einen Echo-Effekt, der es unmöglich machte zu erkennen, von wo aus Clay vorhin gerufen hatte. Die Luft hier unten war kühl, eine angenehme Atempause von der brennenden Hitze oben. Die Felsen waren durch und durch erodiert und die Wände des Canyons waren glatt, als ich mit der Hand an ihnen entlangfuhr. Ich dachte an den Naturwissenschaftsunterricht in der Highschool zurück. Wir hatten etwas über Höhlen und Stalagmiten gelernt und wie Canyons durch Erosion entstanden. Ich weiß noch, dass ich dachte, wie mächtig das Wasser war, das sich durch das Gestein schnitt und etwas so Schönes und Tiefes wie den Grand Canyon schuf. Kein Wunder, dass er Jahr für Jahr so viele Menschen anzieht. Markus! Ich hörte, woher die Stimme kam. Ich rannte auf das Geräusch zu, direkt um den nächsten Pass herum. Gerade als ich um die Ecke bog, rutschte ich aus. Der Schmerz.
Dieses Mal war es unmöglich, ihn zu ignorieren. Mein Arm brannte, aber ich konnte meine Hand überhaupt nicht mehr spüren. Ich blickte nach unten und sah denselben schrecklichen Anblick wie in meinem Traum. Mein Arm war am Bizeps völlig zusammengequetscht und steckte zwischen der Canyonwand und einem riesigen Felsbrocken fest. Clayton, wo bist du? Wieder keine Antwort. Wenigstens war es draußen hell, aber ich wünschte fast, es wäre dunkel, damit ich meinen Arm nicht sehen konnte. Es war nicht so blutig wie Reggies Bein, aber der Anblick meines Arms, der völlig zwischen den Felsen eingeklemmt war, war entsetzlich. Die Venen in meinem Bizeps färbten sich leuchtend lila und der Muskel sah aus, als hätte er einen Sonnenbrand. Aufgrund meiner geringen medizinischen Kenntnisse aus Biologie und Fernsehen wusste ich, dass ich, selbst wenn ich meinen Arm befreien konnte, ein Compartment-Syndrom riskieren würde. Ein Compartment-Syndrom wird in der Regel durch eine traumatische Quetschverletzung verursacht, zum Beispiel, wenn eine Gliedmaße zwischen zwei Steinen eingeklemmt wird. Ich wusste, dass ich, wenn ich meinen Arm herausbekäme, ohne medizinische Hilfe möglicherweise sterben würde. Ich war am Arsch. Clayton! Irgendjemand? Bitte! Ich konnte nicht anders. Ich fing an zu weinen. Die Hoffnungslosigkeit machte sich breit. Ich befand mich auf dem Grund dieses verdammten Canyons. Niemand wusste, wo wir waren. Ein Freund war verschwunden. Und der andere war völlig bewegungsunfähig. Vielleicht sogar schon tot. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, seit Reggie sich das Bein gebrochen hatte. Denn die Sonne stand an der gleichen verdammten Stelle. Ich sah mich verzweifelt nach irgendwas um, das mir möglicherweise helfen konnte. Ich hatte nichts, nicht einmal den Whisky, weil ich ihn für Reggie zurückgelassen hatte. Während ich verzweifelt den Canyonboden absuchte, bemerkte ich jemanden. Clayton? Clayton, Mann! Du musst mir helfen! Ruf den Notruf! Die Gestalt kam immer näher auf mich zu und schien über den Canyonboden zu gleiten. Seine Beine bewegten sich langsam, aber er kam mit einer unmöglichen Geschwindigkeit auf mich zu. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Es war der Fremde. Ich sagte doch, dass ihr Hilfe braucht. Ich konnte nicht sprechen. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst. Der Fremde, der schon vorher unerklärlich furchterregend war, hatte sich auf die subtilste Weise körperlich entstellt. Wenn ihr schon mal was vom Uncanny Valley gehört habt, in diese Richtung ging es. Jetzt, da ich die Gelegenheit hatte, ihn im Licht und aufrecht stehend zu sehen, konnte ich den Schrecken seiner Erscheinung voll und ganz erfassen. Der Fremde war mindestens 2 Meter groß und unglaublich dünn. Er konnte nicht mehr als vielleicht 60, 70 Kilo gewogen haben und er war klatschnass. Sein Anzug klebte an seinen Knochen, schien aber gleichzeitig viel zu weit zu sein. Seine Haut war blass, nicht weiß, aber viel zu blass für jemanden, der in dieser Wüste leben würde. Sein blondes Haar war perfekt gestylt, wie aus den 50ern, sah aber gleichzeitig verfilzt und schmutzig aus. Seine Augen waren hellblau. Und wenn man diesem Mann in einer normalen Situation begegnet wäre, könnte man ihn sogar attraktiv finden, wäre da nicht seine absurd dürre Gestalt. Das, was so unglaublich beunruhigend war, war sein Lächeln. Niemand sollte lächeln, wenn er jemanden in diesem Zustand sieht. Aber trotzdem war sein Mund
zu dem widerlichsten Lächeln verzogen, das man sich vorstellen kann. Ein Lächeln aus purer Bosheit und Hass. Seine Zähne waren vollkommen gerade, weiß wie Schnee, aber irgendwie falsch. Es sah fast so aus, als hätte er zu viele Zähne in seinen Mund gezwängt. Als ob ein Kind einen lächelnden Menschen malen würde, ohne zu wissen, wie ein menschlicher Mund aussah. Wolltest du gehen? Fragte er und legte den Kopf leicht schief. Soll ich dir helfen? Ich konnte nichts sagen. Ich konnte nicht einmal nicken. Nun, wenn du meine Hilfe nicht brauchst, werde ich sie nicht erzwingen. Deine Freunde wollten auch nicht auf meinen Rat hören. Ich hoffe, du bist nicht so dumm wie sie. Er wich zurück, ging langsam und verschwand in der Ferne. Viel zu schnell für die Art, wie er sich bewegte. Während er ging, machte er dieselbe Bewegung, als ob er Geige spielen würde. Je weiter er sich von mir entfernte, desto mehr verstand ich das Ganze. Ich erkannte den Rat, den er mir gab. Ich hatte nichts weiter zur Hand als ein beschissenes Messer, das ich auf einem Flohmarkt gekauft hatte. Es war geriffelt auf der Rückseite, konnte aber kaum als richtiges Jagdmesser bezeichnet werden. Ich dachte, ich würde es nur zum Schneiden von Seilen oder so gebrauchen. Wir waren so verdammt unvorbereitet auf diese Wanderung. Ich suchte mit der freien linken Hand in meiner Tasche nach meinen Zigaretten. Wenn das hier nicht klappte und ich daran starb, wollte ich in meinen letzten Momenten auf jeden Fall eine Zigarette rauchen. Ich steckte mir eine meiner letzten Camels in den Mund und gerade als ich das Feuerzeug anzündete, wurde alles dunkel. Ich war nicht ohnmächtig. Es war Nacht. Ich schaute mich um, verwirrt. Es war dasselbe wie in meinem Traum. Der Stein, das Feuerzeug, der stechende Schmerz in meinem Arm. Alles war gleich. Mit zitternder Hand führte ich die Zigarette an meine Lippen und nahm einen Zug. Das war nicht richtig. Nichts ergab einen Sinn. Der Schmerz lenkte mich von meinen Gedanken ab. Ich musste das jetzt tun, bevor ich ohnmächtig wurde, denn ich würde hier draußen mit Sicherheit sterben, wenn ich nicht sofort etwas unternahm. Ich zog mein beschissenes Messer aus der Scheide und war plötzlich dankbar, dass ich vor Jahren auf diesen Flohmarkt geschleppt worden war. Mit der Zigarette zwischen den zusammengebissenen Zähnen schnitt ich den unteren Teil meines Hemdes auf, um eine Abschnürbinde herzustellen. Ich bezweifle, dass ich es fest genug gebunden habe, da ich nur meine nicht dominante Hand benutzen konnte. Aber es war besser als nichts. Ich rauchte meine Zigarette zu Ende, holte tief und schwer Luft und begann zu schneiden. Zuerst war der Schmerz blendend, buchstäblich. Ich konnte nicht einmal etwas sehen, als ich anfing, mich durch mein eigenes Fleisch zu sägen. Nach etwa 30 Sekunden gab mir mein Gehirn ein wenig Trost und begann den Schmerz auszublenden, den ich fühlte. Ich war konzentriert, so konzentriert wie noch nie. Ich erinnerte mich daran, dass ich vor Jahren einmal gelesen hatte, dass ein Mensch genug Bisskraft hat, um sich einen Finger abzubeißen und dass in etwa genauso leicht wäre, wie in eine Karotte zu beißen, aber das Gehirn hält einen davon ab, es zu tun. Ich vermute, dass das Gehirn in der Lage ist, diesen Instinkt loszuwerden, wenn es um Leben und Tod geht. Als ich weiter meinen Arm durchsägte, war ich seltsam ruhig. Alles, worauf ich mich konzentrierte, war diese eine Sache. Der Schmerz, die Angst, die Kälte. Nichts lenkte mich von dieser Aufgabe ab, bis ich den Nerv traf. Wenn der Schmerz, den ich durch das Steckenbleiben empfunden hatte, schon schlimm war, und der Schmerz, den ich beim Durchtrennen des Muskels empfand, dann war der Schmerz beim Durchtrennen des Nervs schlimmer als alles, womit ich ihn jemals vergleichen könnte.
Ich kann es nur so beschreiben, als ob man eine Wurzelbehandlung bekäme. Aber der Zahnarzt bohrt direkt in den Nerv des Zahns, ohne Betäubung. So in etwa kannst du es dir vorstellen, nur 1000-mal schlimmer. Der Schmerz strahlt deinen Arm hinauf, durch deinen ganzen Körper und aus den Ohren und Augen. Wahrscheinlich war es in etwa so schlimm, nur dass ich es mir selbst zufügte und keine andere Wahl hatte, als weiterzumachen. Zu diesem Zeitpunkt spritzte das Blut heraus. Mein Gehirn fühlte sich an, als würde es durch den Schmerz des durchtrennten Nervs brennen. Und jetzt hatte ich den Knochen erreicht. Ich dachte nicht einmal über den Knochen nach oder wie er aussehen würde. Der Anblick des eigenen Knochens unter den Muskeln und der Fettschicht darüber war wirklich beeindruckend. Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie weiß er war. Ich glaube, weil unsere Zähne mit der Zeit vergilben, hatte ich angenommen, dass die Knochen vielleicht ähnlich aussehen würden. Aber nein, sie waren makellos. Abgesehen natürlich von dem Blut und allem anderen. Ich versuchte es zuerst mit der gezackten Schneide des Messers, bevor ich merkte, wie schmerzhaft das für so wenig Fortschritt war. Der Nervenschmerz war zwar der schlimmste, den ich je gespürt hatte, aber wenigstens dauerte es nur eine Sekunde, ihn zu durchtrennen. Den Knochen würde ich durchsägen müssen. Und allein der Gedanke daran, wie lange das dauern würde, brachte mich zum Erbrechen. Es gab aber noch eine andere Möglichkeit. Und die war viel schneller. Ich schätzte die Kurve ab, die ich brauchen würde, um ihn zu brechen. Zum Glück war ich so zwischen den Felsen eingekeilt, dass ich hinten und vor mir viel Platz hatte, den ich zu meinem Vorteil nutzen konnte. Ich holte tief Luft und drückte mit aller Kraft nach vorne. Krach! Ich hörte es, bevor ich es spürte. Ich wollte nicht einmal hinsehen. Ich wusste, dass es grausam sein würde. Ich zog ein wenig, ohne hinzusehen, um festzustellen, ob der Knochen ganz gebrochen war. Aber es war nur noch mehr Schmerz. Ich holte tief Luft und schaute hin. Der Knochen war jetzt so gebrochen, dass er in Splitter zerfiel. Die Splitter steckten durch die Haut direkt über meine Abschnürbinde und langsam sickerte Blut heraus. Fuck! Ich bin am Arsch! Ich bin verdammt am Arsch! Ich musste die Blutung stoppen. Der Druckverband saß schon so hoch am Arm, dass ich nicht sicher war, ob ich noch einen zweiten anlegen konnte. Und der Knochen ragte fast aus meiner Schulter. Scheiße, scheiße, scheiße! Okay, denk nach, Markus. Was kannst du jetzt tun, um nicht zu sterben? Opfer! Leider musste ich feststellen, dass das Einzige, was mich im Moment am Verbluten hindert, mein Knochen ist, der das Loch verstopft. Wenn ich versuchen würde, ihn herauszuziehen, würde das Blut anfangen zu spritzen und ich würde sicherlich ohnmächtig werden und unweigerlich sterben. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt hatte, war zu versuchen, den Rest des Bruchs und den Rest des Fleisches durchzusägen. Jetzt bereute ich es, den Whisky nicht mitgenommen zu haben, geschweige denn auf diesen beschissenen Trip gegangen zu sein. Ich wachte warm auf, aber nicht zu warm. Nicht blendend heiß, in der Sonne in der Wüste warm. Angenehm warm. Meine Augen gewöhnten sich an ein unglaublich helles, weißes Licht. Nicht die Sonne, sondern eine Lampe. Als ich zu mir kam, hörte ich das deutliche Piepen von Krankenhausmaschinen. Ich habe es verdammt nochmal geschafft. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es geschafft. Wo sind Reggie und Clay? Das war das Erste, was ich fragte. Ich musste wissen, was passiert war. Wo war Clay? Wie ist er da runtergekommen? Ging es Reggie gut? Was ist mit seinem Bein passiert? Es tut mir so leid, Markus, aber deine Freunde haben es nicht geschafft. Mir wurde flau im Magen. Der Arzt sah halbherzig zu,
als hätte er Wichtigeres zu tun als einen etwa 20-jährigen Jungen, dessen Freunde gestorben waren. Sie sind ein sehr tapferer Mann. Ihre Geschichte hat sie zu einer Art lokaler Berühmtheit gemacht. Mein Gesicht verzog sich zu purem Abscheu. Berühmtheit? Meine Freunde sind tot und ich musste mir meinen verdammten Arm abschneiden. Aber Gott sei Dank bin ich eine verdammte lokale Berühmtheit. Ich schrie. In diesem Moment sah ich Leute in der Tür stehen. Meine Familie war da. Meine Mutter war die Erste, die weinend herüberlief. Schatz, sagte sie und unterdrückte die Tränen. Wir dachten, wir hätten dich verloren. Als wir von Reggie und Clayton hörten, haben wir... Ihre Stimme brach zwischen fast lautlosen Schluchzern ab. Gott sei Dank gibt es diesen Mann. Du wärst gestorben, wenn er dich nicht gefunden hätte. Mom, wovon redest du? Welcher Mann? Als die Worte meine Lippen verließen, zeigte sich eine Gestalt im Türrahmen. Er war groß und musste sich bücken, um den Raum zu betreten. Ich konnte nur einen Schrei ausstoßen, als der Fremde auf mein Bett zuging, mit zu vielen Zähnen lächelte und sagte: Ich habe dir gesagt, dass du Hilfe brauchen würdest. Ich fand in meinem Haus sargförmige Kisten. Sie enthielten ein schreckliches Geheimnis. Ich habe immer gelacht, wenn Leute davon gesprochen haben, sie hätten sich auf den ersten Blick verliebt, bis es mir selbst passiert ist. Ich war 22 Jahre alt und hatte irgendwie einen Lauf. Ich war gerade auf der Arbeit befördert worden. Meistens ging ich abends ins Kino oder auf eine Pizza und ein Bier. Ich war seit fast einem Jahr Single und das war auch gut so. Ich hatte Spaß und verdiente Geld. Das Leben brauchte nicht noch komplizierter zu werden. Und dann, boom. Ich stand im Gang eines Geschäfts und konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden. Sie war 1,70 groß, hatte langes, kastanienbraunes Haar, eine große Brille und sah sich die preiswerten Müslis an. Ich hatte mich auf den ersten Blick in sie verliebt. Damals wusste ich das noch nicht. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mich völlig benommen zu fühlen. Mein Herz schlug viel schneller, als es sollte, und ich schwitzte wahrscheinlich sehr stark. Das war nicht gut. Genauso wenig wie die Tatsache, dass ich eine junge Frau anstarrte, die keine Ahnung hatte, wer ich war. Ich versuchte zu lächeln. Das würde die Sache besser machen. Sie würde erkennen, dass ich kein unheimlicher Spinner war, sondern ein geeigneter, erfolgreicher und überdurchschnittlich attraktiver Mann. Inzwischen hatte sie mich bemerkt. Um ehrlich zu sein, sah sie nicht besonders beeindruckt aus. Ich drehte den Regler meines Lächelns höher. Irgendwo in diesem Grinsen würde sie sehen können, was für eine gute Bonität ich hatte. Später fand ich heraus, dass sie nur deshalb zu mir kam und mich ansprach, weil sie befürchtete, ich würde einen Anfall bekommen und vielleicht Hilfe brauchen. Damals hatte ich ihr auf die Frage, ob es mir gut gehe, von einem Film erzählt, den ich gerade gesehen hatte. Er hatte einen Preis gewonnen und war laut Klappentext auf dem Plakat einfühlsam, bewegend und kraftvoll. Irgendwie war ich wohl davon überzeugt, dass sie, wenn ich ihr von dem Film erzählte, erkennen würde, dass ich all diese Dinge auch war. Als mir nichts mehr einfiel, woran ich mich aus dem Film erinnern konnte, fragte ich sie, ob sie mit mir einen Kaffee trinken gehen wolle. Sie zögerte einen Moment, dann lachte sie und sagte:
Klar, warum nicht? Ich war überglücklich. Aus diesem ersten Café wurde ein Ausflug zu einem All-You-Can-Eat-Buffet und ein Abend, an dem viel gelacht wurde. Im Grunde hat es sofort bei uns Klick gemacht. Am Ende des Abends begleitete ich sie nach Hause auf altmodischer Gentleman-Art und nachdem wir uns verabschiedet hatten, stand ich noch lange auf der Straße und lächelte dümmlich vor mich hin. Irgendwann hielt ein Streifenwagen an und ein Beamter schaute aus dem Fenster und fragte mich, ob es mir gut ginge. Ich erzählte ihm, dass ich gerade die Frau getroffen hatte, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen würde. Er schaute mich an und fragte sich vielleicht, ob ich auf irgendeiner illegalen Substanz war, schüttelte dann den Kopf und gab seinem Partner zu verstehen, dass sie weiterfahren sollten. Die nächsten Tage vergingen wie im Flug. Wir schickten uns ständig Nachrichten, wenn wir nicht zusammen waren. Wir sahen uns den tiefsinnigen Film an, von dem ich ihr erzählt hatte. Als wir das Kino verließen, sah sie mich sehr ernst an und sagte: Das war furchtbar. Ich erwiderte: Ich weiß. Und wir brachen beide in Gelächter aus. Wir gingen in einem wirklich gehobenen Restaurant essen, das ein Vermögen kostete. Ich bezahlte und sie sah ganz verlegen aus. Ich sagte ihr, das sei kein Problem. Ich wusste bereits, dass sie auf Arbeitssuche war, nachdem sie von einem College am anderen Ende des Landes in die Gegend zurückgekehrt war. Als sie mir das erzählte, merkte ich, dass sie gestresst war, und ich fragte, ob es in Ordnung sei, sie zu umarmen. Sie schlang ihre Arme um mich und küsste mich. Vor dem Restaurant küssten wir uns erneut, und sie sagte mir zum ersten Mal, dass sie mich liebt. Wenn ich einen Ring bei mir gehabt hätte, wäre ich auf der Stelle auf die Knie gegangen und hätte um ihre Hand angehalten. Am nächsten Tag kaufte ich den Ring. Seinen Preis ließ die Rechnung des gehobenen Restaurants billig erscheinen, aber ich hatte keine Zweifel an meinem Tun. Als ich sie das nächste Mal sah, machte ich ihr einen Antrag, und sie sagte ohne zu zögern ja. Es war Wochenende und ein wunderschöner sonniger Tag. Sie schlug vor, dass wir ein Picknick zusammenstellen und aufs Land fahren sollten, um an einem ruhigen Ort auf unsere gemeinsame Zukunft anzustoßen. Ich fuhr selten aus der Stadt heraus, und als die Felder zu beiden Seiten an uns vorbeizogen, war ich definitiv aus meiner Komfortzone heraus. Die Straße war schmal mit vielen unübersichtlichen Kurven, und obwohl wir seit über einer halben Stunde kein einziges anderes Fahrzeug gesehen hatten, hatte ich Angst vor einem Zusammenstoß. Meine Verlobte saß ruhig auf dem Beifahrersitz, bis sie plötzlich sagte: Stopp, hier! Ich trat auf die Bremse und lenkte den Wagen so weit wie möglich an den Straßenrand. Dann drehte ich mich zu ihr um. Was ist los? Sie antwortete nicht. Sie schaute zu einer Seite der Straße. Auf ein Haus. Es stand allein auf einem Feld und sah aus wie aus einem Gemälde. Es war groß und alt und aus Holz gebaut. Meine Verlobte drehte sich wieder zu mir um und fragte: Können wir es uns näher ansehen? Ich hatte selbst eine Frage. Warum? Sie lächelte mich an und antwortete: Komm schon, tu mir den Gefallen. Wie konnte ich da ablehnen? Hand in Hand liefen wir über das Feld. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, was die Besitzer davon halten würden, wenn zwei Fremde auf ihrem Grundstück eindringen würden, aber als wir uns dem Haus näherten, war es offensichtlich leer. Der Lattenzaun, der das Grundstück abgrenzte, wies Lücken auf. Die Fenster sahen aus, als wären sie seit Jahren nicht mehr geputzt worden. Von der Haustür blätterte die Farbe ab, und das Unkraut im Vorgarten war außer Kontrolle geraten. Es war so viel Arbeit nötig. Ich wollte das gerade sagen, als ich spürte, wie meine Hand fester gedrückt wurde, und meine Verlobte sagte: Ich weiß, wie verrückt das klingt, aber ich möchte, dass wir hier wohnen. In meinen Tagträumen von unserer gemeinsamen Zukunft hatte ich mir vorgestellt, dass wir unser Haus in der Vorstadt kaufen würden, an einem Ort, der ideal wäre, um unsere drei Kinder aufzuziehen. Zwei Jungen und ein Mädchen. Oder andersherum. Es wäre nichts im Vergleich zu diesem baufälligen Haus mitten im Nirgendwo. Die Überraschung muss mir deutlich ins Gesicht geschrieben gewesen sein, denn sie umfasste meine Wangen und sagte mit sanfter Stimme: Bitte! Liebe flammte in mir auf und ich sagte: Na gut, wenn es das ist, was du willst, dann lass es uns tun. Wir küssten und umarmten uns und hüpften tatsächlich für ein paar verrückte Momente auf und ab. Dann machten wir uns auf den Weg zurück in die Stadt. Ich setzte sie ab und ging, sobald ich wieder in meiner Wohnung war, ins Internet.
Ein paar Stunden später hatte ich den Makler ausfindig gemacht, der die Immobilie im Angebot hatte, und hatte darauf geboten. Die Dinge kamen danach nicht zur Ruhe. Die Welle, auf der ich ritt, rollte weiter. In kürzester Zeit hatte ich eine Hypothek, dann ging es noch ein bisschen schneller und ein Lastwagen wurde angeheuert, dann wurde gepackt, dann wurde ausgeladen und ehe ich mich versah, stand ich mit meiner Verlobten auf der Veranda meines neuen Hauses und winkte dem Lastwagen zum Abschied, als er wegfuhr. Irgendwie hatten wir in der Zwischenzeit einen Hochzeitstermin in einem Jahr festgelegt und waren auf eine Liste von 3 Veranstaltungsorten gekommen. Ich atmete tief durch, legte den Arm um meine Verlobte und sagte, »Du solltest vielleicht für eine Weile wieder auf günstiges Müsli zurückgreifen?« Ich hatte ein Budget für die Renovierung des Hauses, das mir die Augen tränen ließ. Sie kam näher, um mich zu umarmen und sagte, »Mir ist alles egal, außer dass ich mit dir in unserem Haus bin.« Und ich stimmte ihr von ganzem Herzen zu. Um die Kosten niedrig zu halten, wollten wir so viele Arbeiten wie möglich selbst erledigen. Wir würden nur dort Handwerker hinzuziehen, wo es unabdingbar war. Mein sehr verständnisvoller Arbeitgeber hatte mir auch erlaubt, meinen Urlaub zusammenzulegen, sodass ich 3 Wochen dem Projekt Haus widmen konnte. Und danach würde ich früh aufstehen, pendeln und dann spät bis in die Nacht am Haus arbeiten. Es sollte das Schwierigste werden, was ich je getan hatte. Und ich war nie glücklicher gewesen. Bis ich die erste Kiste fand. Ich hatte den Überblick verloren, welcher Wochentag es war. Sie hatten sich alle zu einer staubigen, Muskelkater hervorrufenden Abfolge von Arbeiten vermischt, bei denen ich mir nicht sicher war, ob ich sie richtig machte. Ich reinigte Dachrinnen, entfernte Farbe, schleifte Oberflächen ab und fragte mich, ob dieser Riss schon einmal da gewesen war oder nicht. Ich fegte gerade einen frisch geschliffenen Boden, als ich bemerkte, dass eines der Bretter locker zu sein schien. Ich griff mit den Fingern in einen beunruhigend großen Spalt und zog. Und ja, das Brett ließ sich mit Leichtigkeit herausziehen. Ich war erstaunt, als ich sah, dass sich etwas in dem Hohlraum unter dem Fußboden befand. Es war klein, nicht länger als meine Hand, mit Staub und Spinnweben bedeckt und hatte eine seltsame Form. Es sah aus wie ein kleiner Sarg. Seltsam, dachte ich, griff hinunter und hob ihn auf. Er war aus Holz und sehr leicht und es gab einen Deckel, den ich öffnete. Da war kein Staub, sondern Flocken von etwas drin. Als ich genauer hinsah, konnte ich 4 kleine Häufchen ausmachen. Ein Schauer durchlief mich und ich schloss den Deckel, weil ich mich ein wenig gruselte. Ich hatte keine Ahnung, was das war, aber ich wollte es nicht hier haben. Ich brachte die Kiste nach draußen, um sie in den gemieteten Müllcontainer zu werfen. Meine Verlobte war im Vorgarten und versuchte, Unkraut auszureißen. Sie hatte es in beiden Händen und zog mit aller Kraft daran, aber die Wurzeln müssen ziemlich tief gewesen sein, denn es ließ sich nicht bewegen. Sie blieb stehen, als sie mich sah, und fragte, was ich da hätte. Ich sagte ihr, es sei nichts, nur Abfall, warf es in den Müll und vergaß es. 2 Tage später steckte ich meine Hand in den Schornstein über dem Rohbau eines offenen Kamins, von dem ich wirklich hoffte, dass er gerettet werden könnte. Es wäre so gemütlich, im Winter ein richtiges Feuer zu haben. Ich zog vergammeltes Blattwerk heraus und sorgte dafür, dass sich Spinnen und Käfer mit viel zu vielen Beinen in alle Richtungen verteilten, als sich meine Finger um etwas Handfesteres schlossen. Ich nahm es heraus. Es war eine weitere Kiste. Die gleiche Größe und Form wie die erste. Ein Sarg in Miniaturformat. Ein Teil von mir wollte ihn wegwerfen, ohne hineinzuschauen. Ich hatte zu viele Dinge zu tun, um mich um solche Dummheiten zu kümmern. Aber die Neugierde übermannte mich und ich öffnete den Deckel. In der Schachtel befand sich ein verblichenes Foto. Es war zu groß, um flach zu liegen und die Ränder waren nach oben geklappt. Aber ich konnte den Mann und die Frau auf dem Foto deutlich erkennen. Sie standen nebeneinander und lächelten. Und dort, wo ihre Augen hätten sein sollen, waren Löcher. Die Karte, auf die das Foto gedruckt worden war, war an diesen 4 kleinen Stellen durchstochen worden. Der Rest des Bildes war unversehrt. Es kam mir schrecklich vor,
und ich wollte es nicht mehr ansehen. Ich schloss den Deckel und packte die Kiste dorthin, wo sie hingehörte, nämlich in den Müll. Das Problem war, dass sich das Haus und meine Träume nun ein wenig befleckt anfühlten. Und ja, ich wusste, dass ich überreagiert hatte, aber ich wollte so sehr, dass alles perfekt war. Diese beunruhigenden Gegenstände, von denen ich nichts wusste, waren alles andere als das. Ich kam gerade vom Müllcontainer zurück, als meine Verlobte mich aufhielt und ihre Hand auf meinen Arm legte. »Hey, Schatz, was ist los?« fragte sie. »Nichts«, murmelte ich. »Ich bin nur müde.« Sie legte ihre Arme um mich und schon bald fühlte sich die Welt wie ein besserer Ort an. Dann flüsterte sie mir ins Ohr, »Möchtest du ein kaltes Bier?« Ich lachte und sagte, das wäre perfekt. Wir hatten zwar keinen funktionierenden Kühlschrank, aber wenn man ein Viererpack in einen Eimer mit kaltem Wasser stellte, war das Bier angenehm kühl. Sie machte sich auf den Weg zum Biereimer und ich wollte mich gerade wieder an die Reinigung des Schornsteins machen, als jemand an die Tür klopfte. Wir erwarteten keine Lieferungen und es hätte schon ein sehr eifriger Vertreter sein müssen, um uns hier draußen zu besuchen. Also ging ich zur Tür und fragte mich, wer das wohl sein könnte. Ich war erstaunt, als ich sah, dass ein Polizist auf meiner Veranda stand. Sein Streifenwagen war in der Nähe geparkt. Er neigte seine Mütze zu mir und sagte, »Es tut mir sehr leid, dass ich Sie störe, Sir.« Er hatte den größten Bauch, den ich je bei einem Polizisten gesehen hatte. Er hing ihm weit über den Gürtel. Anhand der geplatzten Adern auf seiner Nase schätzte ich, dass ein paar dieser zusätzlichen Pfunde vom Trinken stammten. Ich merkte, dass ich ihn unaufhörlich anstarrte, riss mich zusammen und erwiderte, »Kein Problem, Officer. Wie kann ich Ihnen helfen?« »Nun«, sagte er, »ich bin hier vorbeigefahren und habe gesehen, dass das Haus wieder besetzt ist. Also wollte ich kurz Hallo sagen, um Sie höflich zu warnen.« »Eine Warnung? Wovor?« fragte ich. »Dieses Haus wurde früher von einem Billy J. Mitchell und seiner Familie bewohnt. Billy war ein ziemlich fieser Bursche. Er hat seine Eltern umgebracht. Das war eine äußerst grausame Tat, Sir. Das war es wirklich. Nun, der junge Billy wurde gefasst, vor Gericht gestellt und für den Rest seines Lebens in eine Hochsicherheitseinrichtung geschickt. Die Sache ist nur die, dass Billy für einen medizinischen Eingriff ins Krankenhaus gebracht wurde und von dort aus entkommen konnte. Das ist in der Tat eine bedauernswerte Situation. Ich versichere Ihnen, dass die gesamte Polizei nach Billy sucht und wir ihn finden und wieder einsperren werden. Aber bis dahin schlage ich vor, dass Sie wachsam sind, falls er beschließt, seine alte Heimat zu besuchen.« Während der Polizist sprach, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich zitterte, als ich fragte, »Wie hat er seine Eltern getötet?« »Mit einem Messer«, antwortete der Polizist. »Er hat, nun ja, ihnen die Augen ausgestochen. Der Pathologe meinte, sie hätten noch gelebt, als das geschah, aber sie hätten nicht lange überlebt, bevor sie verblutet wären.« Dann zog er noch einmal den Hut vor mir und fügte hinzu, »Wenn Sie sich Sorgen machen, zögern Sie nicht, die Polizei anzurufen. Wir kommen dann sofort.« Und damit manövrierte er sich in seinen Streifenwagen und fuhr zurück. Ich sah zu, wie der Wagen auf der Strecke verschwand und dachte, ich habe hier draußen kein Telefon, das funktioniert. Scheiße, verdammte Scheiße. Ich schloss die Tür. Diese sah plötzlich viel zu überholt aus. Dann war da das Fenster, das auch nicht richtig schloss. Und dann war da noch ein Psychopath ersten Ranges, der vielleicht gerade dabei war, eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Mir stieg die Galle in den Mund. Von hinten rief meine Verlobte, »Wer war das, Babe?« Ich schloss die Augen, schluckte die Galle herunter und antwortete, »Niemand, Schatz. Ein ratloser Tourist, der nach dem Weg gefragt hat.« Sie erschien in der Tür, hielt in jeder Hand ein Bier und lächelte breit. Sie hatte keine Ahnung, in welcher Gefahr wir uns befanden. Und ich wollte sie schützen, indem ich es ihr nicht sagte. Stattdessen wollte ich mir einen Grund einfallen lassen, warum wir eine Zeit lang in die Stadt zurückkehren sollten. Dort würden wir sicher sein. Schatz, sagte ich. Ich glaube, ich habe gerade Gas gerochen. Wir sollten von hier verschwinden, während es untersucht wird. Aber
Wir sind nicht an das Stromnetz angeschlossen, sagte sie. Sumpfgas, antwortete ich verzweifelt. Ein besorgter Ausdruck legte sich auf ihr Gesicht und sie legte ihre Hand auf meine Stirn. Geht es dir gut, Babe? Du siehst furchtbar blass aus. Es geht mir gut, begann ich zu sagen. Es ist nur... Ich erstarrte, unfähig zu sprechen, konnte kaum noch atmen. Ich hatte eine Bodendiele knarren gehört. In einem alten Haus wie diesem hätte das nichts zu bedeuten gehabt. Aber jetzt fühlte es sich unheilvoll an. Es gab ein zweites, lauteres Knarren. Ich versuchte zu schlucken. Meine Kehle fühlte sich sehr trocken an. Meine Verlobte starrte mich an. Ich konnte sehen, wie die Angst in ihren Augen aufblühte. Was war das? Fragte sie. Es hört sich an, als wäre jemand im Nebenzimmer. Wir drehten uns gemeinsam um, als er eintrat. Billy war klein und dünn. Seine Kleidung bestand aus schmutzigen Lumpen, die an seinem Körper klebten. Seine grauen Augen glänzten vor Aufregung und in seiner Hand hielt er ein Messer. Es war lang und rostig und sah grotesk scharf aus. Seine Lippen bewegten sich, aber es kamen keine Worte heraus. Er lachte, leise, hysterisch. Ich konnte sehen, dass ihn die Vernunft schon längst verlassen hatte. Er schritt auf uns zu. Meine Beine fühlten sich so schwach an, als würden sie gleich unter mir nachgeben. Aber irgendwoher fand ich die Kraft, mich zwischen ihn und meine Verlobte zu drängen. Ich hielt meine Hände hoch und er schlug zu. Nicht mit dem Messer, sondern mit seiner Faust. Ich spürte eine Explosion des Schmerzes in meinem Kopf. Dann drehte sich alles. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Ich weiß nicht wie lange, aber als ich die Augen öffnete, hatte ich die schlimmsten Kopfschmerzen und meine Sicht war stark verschwommen. Ich blinzelte und versuchte mich aufzusetzen. Übelkeit stieg in mir auf und der Schmerz in meinem Kopf wurde immer stärker. Aber ich musste mich durchkämpfen. Ich musste es tun. Meine Verlobte war allein mit einem Wahnsinnigen. Ihr hätte alles Mögliche passieren können. Sie könnte tot sein. Ich kämpfte mich auf die Beine. Meine Sicht klärte sich und ich konnte jemanden ausmachen, der mit dem Rücken zu mir stand. Die Gestalt drehte sich um und als sich der Nebel ein wenig lichtete, konnte ich sehen, dass es meine Verlobte war. Erleichterung durchströmte mich. Sie war am Leben, aber blutüberströmt. Ihr Gesicht, ihr Haar, ihre Hände, ihr Kleid. Es war überall. Du bist verletzt, keuchte ich und versuchte ihr die Hand zu reichen. Sie schüttelte den Kopf und sagte, das ist nicht mein Blut. Ich verstand nicht und dann sah ich einen Körper, der auf der Seite liegend in einer Ecke auf dem Boden lag. Es war Billy. Das Messer lag neben ihm. Die Klinge war dunkel gefärbt mit noch mehr Blut. Irgendwie hatte sie überlebt. Ich begann zu schluchzen. Es wird alles gut, sagte ich. Es wird alles gut. Das wird es, sagte sie. Das hier wird immer mein Zuhause sein. Mein besonderer Ort, an dem ich meine geheimen Dinge aufbewahren kann. Sie hielt ihre Hand hoch. Darin befand sich etwas. Eine kleine, sargförmige Schachtel. Sie öffnete sie. Darin befanden sich zwei Kugeln. Sie waren weiß und grau und mit Blut getränkt. Es waren Augen. Als ich sie anstarrte, angewidert und versuchte zu verstehen, lächelte meine Verlobte und sagte, mein Bruder Billy war immer der Dumme. Es war leicht, ihm die Schuld für die Morde in die Schuhe zu schieben. Er kam ins Gefängnis. Ich wurde zu Pflegeeltern geschickt. Aber ich wusste,
dass ich eines Tages hierher zurückkehren würde. Ihr Lächeln war härter geworden, während sie sprach, und sie kniete nieder, nahm das Messer mit der freien Hand und sagte, »Aber ich weiß, dass du nicht mehr mit mir zusammen sein willst. Jetzt weißt du, wer ich bin, was ich bin.« Sie hob das Messer hoch und sprang auf mich zu. Was dann geschah, war ein Unfall. Wir fielen und überschlugen uns. Und plötzlich lag ich neben ihr. Ihre Augen waren groß und starrten verständnislos in eine Ferne, die nur sie sehen konnte. Die Klinge steckte in ihrer Brust. Sie war tot. Ich schreibe das hier auf, bevor ich zur Polizei fahre, damit ich es mir einprägen kann. Denn ich habe nur noch mein Wort. Es gibt keine Zeugen. Doch als der verzweifelte Kampf mit meiner Verlobten endete, war noch jemand da. Billy hatte sich in den letzten Momenten seines Lebens umgedreht und schaute mit seinen leeren Augenhöhlen blind umher, wobei das leise Lachen eines Wahnsinnigen aus seinem Munde quoll. In der Hölle. Es gibt ein bekanntes Sprichwort: Neugier ist der Katze Tod. Es ist ein sehr nützliches Sprichwort, das den Menschen lehrt, keine schlechten Entscheidungen zu treffen, die letztlich zu ihrem Untergang führen könnten. Leider lassen manche Menschen zu, dass ihre Neugier sie übermannt und sie schließlich verzehrt. Kelly war einer dieser Menschen. Sonntag, 31. Oktober 2004. Es war Halloween, Kellys Lieblingszeit im Jahr. Sie hielt es für eine gute Idee, ihre Haustür mit ein paar billigen Dekorationen zu schmücken, damit die Kinder wussten, dass sie Süßigkeiten verteilte. Um 12.35 Uhr fuhr sie in den örtlichen Supermarkt, um Halloween-Süßigkeiten und Dekorationen zu kaufen. Beim Stöbern fand sie ein Regal voller alter VHS-Kassetten. Als sie diese durchstöberte, fiel ihr Blick auf eine alte Kopie von Disneys Klassiker Alice im Wunderland aus dem Jahre 1951. »Wow, diesen Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen«, sagte sie aufgeregt zu sich selbst. Kelly beschloss, ihn zusammen mit ihren Süßigkeiten und der Dekoration zu kaufen. Als sie nach Hause kam, war es noch zu früh, um Süßes oder Saures zu geben, also nahm sie sich etwas Zeit, um ihre Haustür vorzubereiten. Sie dekorierte weiter und füllte eine große kürbisförmige Schale mit Süßigkeiten. Als sie damit fertig war, war es fast 16 Uhr. Sie schaute nach, ob noch mehr Dekoration zu finden war. Als sie in die Plastiktüte aus dem Supermarkt sah, entdeckte sie die Alice im Wunderland VHS-Box, die dort ganz allein lag. »Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Vielleicht kann ich sie mir ansehen, bevor die Süßes oder Saures Kinder kommen.« Kelly hatte einen Videorekorder in ihrem Wohnzimmer, also öffnete sie die Schachtel, um den Film anzusehen. Irgendetwas war seltsam an der Kassette. Das Logo des Films war auf der Vorderseite, aber es sah aus, als hätte jemand versucht, es mit einem Messer wegzukratzen. Kelly vermutete, dass es sich um eine gebrauchte Kopie handeln musste. Als sie den Film aus der Schachtel nahm, bemerkte sie einen Streifen Klebeband auf der Rückseite der Videokassette mit den Worten »Spiel mich ab«, die so schlecht geschrieben waren, als stammten sie von einem Kind. »Das ist seltsam. Vielleicht wollte jemand im Supermarkt nur nett sein«, beruhigte sie sich selbst. Sie zog die Vorhänge zu, schaltete den Fernseher ein, löschte das Licht und legte die Kassette in den Videorekorder ein. Kelly war in Dunkelheit gehüllt, perfekt, um einen Film zu sehen.
Als die Eröffnungsmusik lief, legte sich Kelly auf die Couch und freute sich darauf, einen ihrer Lieblingsfilme aus ihrer Kindheit zu sehen. Der Film fing ganz normal an, ohne dass etwas Ungewöhnliches passierte. Das Bild war ein wenig verblasst, aber für eine gebrauchte Kopie war es akzeptabel. Etwa 10 Minuten lang lief der Film ganz normal. Als die Szene kam, in der Alice mit der Flasche, aus der sie getrunken hatte, zu sehen war, tauchten auf dem Bildschirm statische Streifen auf. Was ist denn da los? Kelly wurde langsam frustriert. Bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Plötzlich wurde der gesamte Bildschirm zu einem Rauschen und der Film war weg. Ach komm schon. Kelly wurde wütend und stand auf, um zu sehen, was mit dem Band los war. Als sie zum Fernseher ging, schaltete sich das Bild wieder ein. Du warst dieses Mal nicht Alice im Wunderland. Es war ein altes Heimvideo. Kelly war verärgert, beschloss aber, die Kassette nicht vorzuspulen. Sie war neugierig darauf, was der Vorbesitzer wohl über den Film aufgenommen haben könnte. Die Bildqualität war nicht sehr gut. Das Material sah aus, als käme es von einer Heimvideokamera aus den 70er Jahren. Auf dem Video war eine kleine Gruppe von Kindern zu sehen, die um einen Tisch versammelt waren, an dessen Ende ein kleines Mädchen saß. Sie hatte langes, kastanienbraunes Haar und trug ein Kleid, das dem von Alice ähnelte. Alle sangen Happy Birthday und jemand, höchstwahrscheinlich ihre Mutter, brachte einen Kuchen mit brennenden Kerzen heraus und stellte ihn vor das Mädchen. Als sie die Kerzen ausblies, begannen alle zu jubeln. Kelly fand es seltsam, dass jemand den Film mit dem Geburtstag dieses Mädchens überspielt hatte, aber sie sah weiter zu, um zu sehen, was als nächstes passieren würde. Als sie sich auf den Weg zurück zur Couch machte, sprang das Video zu den Kindern, die auf einem großen Feld Fangen spielten. Nach etwa 2 Minuten Spielzeit wurde das Video abrupt unterbrochen. Das ließ Kellys Herz einen Schlag aussetzen. Sie lachte darüber hinweg und schaute sich den Film weiter an. Nach ein paar Sekunden wurde wieder Alice im Wunderland abgespielt. Es begann, als Alice Tweedledum und Tweedledee im Wald zurückließ. Ein paar Minuten lang passierte nichts in dem Film. Als Alice den sprechenden Blumen begegnete und ihnen beim Singen zuhörte, wurde das Video wieder von einem Rauschen unterbrochen. Als das Bild wieder sichtbar wurde, zeigte es dieselben Kinder von vorhin, die Ring Around the Rosie mit dem Geburtstagskind in der Mitte spielten. Sie befanden sich auf demselben Feld, auf dem sie kurz zuvor noch Fangen gespielt hatten. Die Kamera, die das Ganze filmte, stand in einem hohen Winkel. Möglicherweise befand sie sich in einem zweistöckigen Fenster. Im Gegensatz zu dem vorherigen Videoabschnitt hatte dieser hier keinen Ton. Die Kinder drehten sich ständig um das kleine Mädchen und hielten ihre Hände zu einem riesigen Ring zusammen. Nach etwa einer Minute der Stille konnte Kelly kaum noch die Stimmen der Kinder hören, die gleichzeitig flüsterten. Was Kelly verstehen konnte: Ring around, dear Alice. Her heart is filled with malice. Alice, Alice, she soon shall die. Kelly war von dem grausamen Reim verstört. Das Video wurde plötzlich mit lautem Rauschen unterbrochen. Kelly keuchte und hielt sich die Hand vor die Brust. Sie dachte, es wäre klug, den Film abzubrechen, aber sie musste einfach wissen, was auf dem Rest des Bandes zu sehen war. Als der Film bei der Szene, in der Alice die blaue Raupe trifft, wieder anlief, setzte sich Kelly auf und schaute weiter. Das Video lief normal weiter, bis es bei der Teeparty ankam. Bevor der verrückte Hutmacher und der Märzhase viel Glück zum Lichtgeburtstag singen konnten, sprang das Video wieder auf Rauschen um. Kelly spürte, wie sich ein Kloß in ihrem Hals bildete. Diesmal gab es zwar Ton, aber das Bild war verzerrt und schwer zu erkennen. Kelly konnte die Stimme eines kleinen Mädchens hören. Mami, ich lüge nicht. Da ist ein Monster, das sich in meinem Zimmer versteckt hat. Ich kann nicht schlafen, weil es mich nachts beobachtet. Bitte, du musst mir glauben. Sie schien sehr aufgeregt zu sein und
und war fast den Tränen nahe. »Ich habe es satt, das zu hören«, sagte ihre Mutter wütend. »Du bist 8 Jahre alt. So etwas wie Monster gibt es nicht. Du solltest es besser wissen.« »Aber Mami...« »Das war's. Ich hab genug«, schrie ihre Mutter aus vollem Halse. Kelly konnte hören, wie das Mädchen leise schluchzte, während die Mutter mit den Füßen aufstampfte. Plötzlich schüttelte sich das Bild heftig und wurde klar. Auf dem Video war das kleine Mädchen zu sehen, das auf einem Stuhl saß und auf den Boden starrte. Ihr liefen Tränen über das Gesicht und sie sah aus, als wäre sie geschlagen worden. Blutergüsse bedeckten ihren Arm und ihr Gesicht. »Mami, was machst du da?« Zu diesem Zeitpunkt sah das Mädchen sehr besorgt aus und fürchtete sich vor dem, was ihre Mutter tun würde. In wenigen Augenblicken kam ihre Mutter auf sie zu. Ihr Kopf war am Rande des Bildschirms abgeschnitten. In ihrer Hand hielt sie ein kleines Messer. Kellys Herz pochte in ihrer Brust, aber sie konnte ihren Blick nicht abwenden. Die Mutter des Mädchens packte es an den Ohren und zwang es, die Zunge herauszustecken. »Ich werde dir diese Lügen von der Zunge kratzen!« Daraufhin steckte sie die scharfe Kante des Messers in den Mund des Mädchens und schabte damit schnell über die Zunge. Das Mädchen schrie vor Schmerz auf. Kelly konnte sehen, wie Fetzen der blutigen Zunge auf den Boden fielen. Ihr wurde plötzlich übel. Sie stand auf, rannte zur Spüle und übergab sich. Als Kelly ihren Mund ausspülte, wurde das Video zu einem durchdringenden Rauschen, das sie zum Schreien brachte. Langsam kroch sie zurück zur Couch und starrte auf den Bildschirm. Der Film kehrte zu Alice zurück, die verärgert über den verrückten Hutmacher und den Märzhasen die Teeparty verließ. So schlecht diese Videosegmente auch waren, Kelly hatte das Gefühl, dass sie herausfinden musste, wer diese schrecklichen Dinge, die diesem kleinen Mädchen widerfuhren, gefilmt hatte. Der Film kam zu der Szene, in der Alice sich im Wald verirrt. Wieder füllte sich der Bildschirm mit Rauschen. Es dauerte nur ein paar Sekunden, dann wurde auf ein Video umgeschaltet, das das Mädchen zeigte, das auf der vorderen Kante eines Bettes saß und in die Hände weinte. Der Raum, in dem sie sich befand, war sehr dunkel. Alles hinter ihr war in Schatten gehüllt. Fast 3 Minuten lang saß sie einfach nur da und weinte. Nicht ein einziges Mal schaute sie auf. Alle paar Sekunden hielt sie inne und sagte: »Niemand liebt mich. Niemand liebt mich.« Nach einer Weile öffnete sich eine Tür außerhalb der Kamera und ließ ein schwaches Licht in den Raum fallen. Langsam betrat eine schattenhafte Gestalt den Raum und schwebte auf das Mädchen zu. Sie sah die Gestalt an und ihre Augen weiteten sich. Sie begann zu flehen. »Nein, bitte!« Ihre Schreie wurden abrupt von dem ohrenbetäubenden Rauschen unterbrochen. Kelly schrie laut auf und hielt sich die Augen zu. Nachdem das Rauschen abgeklungen war, fasste sie den Mut, die Augen zu öffnen. Der Film wurde wieder aufgenommen und Alice betrat den Hof der Herzkönigin. All die bunten Farben und albernen Momente des Films konnten Kelly nicht aus ihrer tief sitzenden Angst reißen. Kelly begann zu hoffen, dass die höllischen Videosegmente vorbei waren und sie sich den Rest des Films in Ruhe ansehen konnte. Als sich die Gerichtsszene näherte, wurde das Bild allmählich zu einem Rauschen. Kellys Herz setzte aus. Sie begann zu schluchzen. Dieses Mal dauerte das Rauschen über 2 Minuten. Kellys Herz raste in Erwartung des kommenden Videos. Als das Rauschen verschwand, war da nichts. Das Wohnzimmer war von einer ohrenbetäubenden Stille erfüllt. Kelly wurde kurzatmig und begann zu hyperventilieren. Mehrere Sekunden lang herrschte absolute Stille. Kelly dachte, der Film sei zu Ende, aber der Tracker des Videorekorders zeigte an, dass die Kassette noch lief.
einer kurzen Weile konnte Kelly etwas hören. Es klang wie Kindergeflüster. Sie konnte nicht erkennen, was sie sagten. Kelly geriet in Panik, als sie ein dunkles Bild bemerkte, das sich langsam auf dem Bildschirm entwickelte. Es war ein Foto des kleinen Mädchens, das wieder auf der Bettkante saß und in der Dunkelheit versunken war. Diesmal weinte sie nicht. Sie starrte Kelly durch den Bildschirm hindurch direkt an. Ihre Augen waren blutunterlaufen, weil sie so viel geweint hatte. Ihr Gesichtsausdruck war das reine Entsetzen. Ihre Augen schrien: Hilf mir! Das einzige Licht im Schlafzimmer des Mädchens schien aus dem Schein von Kellys Fernseher zu kommen. Das Bild war so klar, dass sie ohne weiteres im selben Raum hätten sitzen können. Kelly konnte das kleine Mädchen wieder weinen hören. Doch sie starrte sie immer noch durch den Bildschirm an und bewegte sich keinen Zentimeter. Als Kelly an der Schulter des Mädchens vorbeischaute, konnte sie etwas erkennen, das wie ein schwaches, schiefes Gebiss aussah, das ein Lächeln zeigte. Die Zähne schienen menschlich zu sein, aber sie waren zu lang und zu breit, als dass sie aus dem Mund eines echten Menschen hätten stammen können. Stimmen ertönten wie ein wahnsinniger Chor. Stimmen aller Art, die flüsterten: Ab mit ihrem Kopf! Im Laufe der nächsten Minute wurden das Weinen des kleinen Mädchens und die Stimmen immer lauter und hysterischer. Kelly musste sich die Ohren zuhalten. Plötzlich wurde alles still. Ihr Herz pochte, als sie sich die Ohren zuhielt. Eine letzte, tiefe Stimme sagte bedrohlich: Ab mit ihrem Kopf! Dann begann das Bild sich zu bewegen. Der Kopf des kleinen Mädchens fiel langsam nach vorne, als ob es wieder anfangen würde zu weinen. Er sank tiefer und tiefer, bis er ihr von den Schultern auf den Boden rollte. In dem Moment, als ihr Kopf abfiel, erfüllte ihr markerschütternder Schrei den Raum und Kelly hielt sich vor Schreck die Ohren zu. Sie schrie, so laut sie konnte, bis das Video ein letztes Mal auf Rauschen umschaltete und der Abspann des Films zu laufen begann. Kelly konnte nicht sprechen. Sie war traumatisiert und starrte auf den leeren Bildschirm. Zu diesem Zeitpunkt war es 17.15 Uhr. Als Kelly langsam aufstand, behielt sie den Bildschirm im Auge, um sicherzugehen, dass nichts anderes darauf zu sehen war. Ihre Konzentration wurde unterbrochen, als es an ihrer Tür klingelte. Sie schrie auf und riss den Kopf herum, um zu ihrer Haustür zu blicken. Einfach atmen, Kelly. Alles ist in Ordnung. Entspann dich einfach. Kelly sammelte sich, schaltete das Licht ein und ging dann zur Tür. Es ist nur ein frühes, süßes oder saures. Bevor sie die Tür öffnete, sagte ihr etwas, dass sie zuerst durch den Türspion schauen sollte. Als sie das tat, erstarrte sie bei dem, was sie da sah. Stand ein kleines Mädchen mit gesenktem Kopf. Sie trug ein Kleid von Alice. Beruhige dich, Kelly. Du bist nur ein bisschen erschrocken über den Film. Es ist nur ein Kind in einem Alice-Kostüm. Sie schnappte sich die Schüssel mit den Süßigkeiten und öffnete ihre Haustür. Als sie die Süßigkeiten verteilen wollte, ließ sie die Schale entsetzt fallen. Das kleine Mädchen war verschwunden. Kelly zitterte fürchterlich, als sie die Süßigkeiten aufhob, alles wieder in die Schale legte und die Tür hinter sich zuschlug. Du musst dich entspannen. Entspann dich, Kelly. Du siehst nur Dinge. Als sie die Schale wieder auf dem Küchentisch abstellte, wurde der Fernseher von einem lauten Rauschen unterbrochen.
Kelly schrie auf und drehte sich zum Wohnzimmer um. Tränen kullerten ihr über das Gesicht. An der Wand über dem Fernseher waren mit Blut die Worte geschrieben: Ab mit deinem Kopf. Kelly versuchte verzweifelt, durch die Vordertür zu entkommen. Die Tür war verschlossen. Plötzlich hörte sie, wie etwas heftig an der Tür kratzte, wie ein Bär. Sie schaute erneut durch den Spion. Sie sah nichts als schwarz. Als wäre eine Sicherung geplatzt, gingen alle Lichter in ihrem Haus auf einmal aus. Sie war in völlige Dunkelheit getaucht. Sie konnte absolut nichts sehen, außer am Ende des schmalen Flurs, in der Nähe ihrer Schlafzimmertür, war etwas zu erkennen. Es war ein Gebiss mit knorrigen Zähnen, die ein Lächeln zeigten. Kelly war wie gelähmt vor Angst. Wer ist da? Das Lächeln schwebte langsam auf Kelly zu. Sie versuchte wegzulaufen, aber sie konnte sich nicht bewegen. Im nächsten Moment war das Schattenmonster direkt vor ihr. Sie konnte den entsetzlichen Gestank von verfaulendem Fleisch in seinem Atem riechen. Es flüsterte ihr zu: Ab mit deinem Kopf! Später in derselben Nacht war ein Mädchen namens Abby Lawrence gerade mit ihrem Feenkostüm fertig geworden, um Süßes oder Saures zu spielen. Sie war 10 Jahre alt und ihre Mutter ließ sie zum ersten Mal allein mit ihren Freunden gehen. Sie und ihre Mutter wohnten etwa einen Block von Kelly entfernt. Als sie wieder nach Hause kam, umarmte ihre Mutter sie herzlich und half ihr, sich bettfertig zu machen. Na? Hat es dir Spaß gemacht, mit deinen Freunden Süßes oder Saures zu spielen, Abby? Ja, meine Tasche ist voll mit Süßigkeiten. Das reicht wahrscheinlich bis zum nächsten Halloween, sagte Abby. Schön, dass du Spaß hattest, mein Schatz. Hey, Mom, das musst du dir ansehen. Abby lief zu ihrer Tüte mit Halloween-Süßigkeiten und holte eine Kopie von Disneys Alice im Wunderland auf VHS heraus. Woher hast du das? Fragte ihre Mutter. In einem der Häuser, in denen ich war, lag das in einer Süßigkeitenschale. Die Schale war leer, aber der Film war drin. Sie konnte ihre Aufregung kaum zügeln. Können wir den uns heute Abend ansehen? Bitte. Dieses Video verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestachelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann like es. Und falls noch nicht geschehen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke.